wir sind bekannt für Pünktlichkeit, darum fangen wir einfach an. Wenn da noch Leute reintrudeln, dann freuen wir uns sehr darüber. Zuerst möchte ich mir ein Lob abholen von Ihnen, weil ich finde, das ist eine einmalige Leistung von mir, es zu schaffen, dass vor 3 Wochen unser ehemaliger Bundespräsident Christian Wulff hier einen Vortrag hält und er 3 Wochen danach zum 3. Mal heiratet. Das schafft nicht jeder. In Bachmeier-Weißach ist das möglich. Wir haben heute schon wieder eine hochkarätige Person hier bei uns, Frau Professor Monika Schnitzer. Und das ist so, dass ich mir überlege, Frau Schnitzer, wo fahren Sie dieses Jahr im Sommerurlaub hin? Weil nach Frankreich, glaube ich, fahren Sie nicht. Weil jemand, der sagt, Renteneintrittsalter sollte bei 70 sein, da würde ich, da habe ich was anderes. Aus Italien, Amerika, Japan, alles gut, nur Frankreich im Moment nicht. Wobei ich sehr sympathisiere mit Ihrer Idee. Ich finde das gut und richtig. Frau Monika Schnitzer, Sie sind auch deswegen sehr wertvoll für uns neben Ihrem Inhaltlichen, weil ich habe einen Vorwurf gekriegt, vor einem Jahr haben wir einen Vorwurf gekriegt, dass wir hier nur weiße, alte Männer hätten. Und das, Sie merken, dass dieser Stachel sitzt immer noch tief. Jedes zweite Mal erwähne ich das. Und heute haben wir eine weise, junge Frau da, die zu uns spricht. Und das ist doch toll, oder? Das finde ich sehr gut. Vielen Dank. Man hört, Sie sind für Überraschungen gut. Frau Monika Schnitzer ist wirtschaftsweise Sachverständige der deutschen Bundesregierung. Also in Sachen Wirtschaftsberatung so die oberste Schublade, in die man greifen kann. Und das ist natürlich toll, wenn Sie heute hier sind. Und wir haben gerade schon ein bisschen sprechen können, aber wir kannten uns bis jetzt noch nicht persönlich. Aber ich habe gehört, Sie sind voller Überraschungen. Man kann Sie nicht einordnen. Man kann Sie in eine obere Schublade einordnen, aber nicht in welche, kann man sagen, weil Sie zu unterschiedlichen Themen ganz unterschiedliche Sichtweisen haben, nämlich Ihre eigenen Sichtweisen. Und darum finde ich das ganz besonders spannend, dass Sie heute hier sind und uns beglücken werden. Begleitet wird sie von ihrem Mann, Herrn Schmidt, der auch eine sehr hochkarätige Position hat als wissenschaftlicher Beirat im Bundeswirtschaftsministerium. Also wirklich gebündelte Wissenskraft hier heute bei uns. Und da würde ich sagen, nützt man die Zeit. Jedes Wort, das ich jetzt hier spreche, ist verschwendete Zeit. Drum ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und der Willi macht in gewohnter, eleganter Manie-Art die Einführung in Ihr tolles Leben. Liebe Frau Schnitzer, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herr Schmidt, schön, dass Sie da sind. Einen schönen Abend. Freuen uns auf Sie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz so aufgeräumt wie Corbinian werde ich nicht Frau Schnitzer vorstellen, sondern ein bisschen ernster und nüchterner. Ja. Und einfach ein bisschen von dem schildern, was Corbinian angesprochen hat, dieses Hochkarätige. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen, was das so im Einzelnen bedeutet. Sie ist seit 1996 an der Ludwig-Maximilians-Universität Inhaberin eines Lehrstuhls, ich glaube zeitgleich mit ihrem Mann. Die beiden sind übrigens auch schon öfters mal zeitgleich irgendwo anders hinberufen worden, sind aber nicht gegangen. Ich erinnere mich an die London School of Economics, da waren sie beide. Und ich habe mir gedacht, Donnerwetter, wenn ich die Wahl gehabt hätte, vielleicht wäre ich gegangen, ne? Außer ich hätte in München irgendwie eine schöne Wohnung gehabt. Da wäre ich vielleicht nicht gegangen, weil in London ist eine schöne Wohnung unwahrscheinlich teuer. Nein, also sie sind nicht gegangen. Also seit 1996 bei uns.
Und sie hat durch ihre Forschungsleistungen, die sich natürlich rumsprechen, weil sie sehr viel publiziert und publiziert hat, auch Einladungen an die bedeutendsten amerikanischen Universitäten gehabt, vor allem amerikanische, aber nicht nur, Harvard mehrmals, Berkeley, Yale, Stanford, MIT, Boston, also überall hin war sie eingeladen als Gast. Das Wort Gästin gibt es noch nicht in Genderdeutsch, aber es kommt noch wahrscheinlich. Wo kommt sie wissenschaftlich her? Aus Bonn hat sie, in Bonn hat sie bei Urs Schweizer ihren Doktor gemacht und habilitiert auch in Bonn. War aber auch schon damals, um wissenschaftlich zu arbeiten, an der London School of Economics. Das ist die wirtschaftswissenschaftliche Adresse Großbritanniens. Man denkt immer, das ist so eine etwas linke Einrichtung, aber ich war auch ein paar Mal dort und habe erstaunlich viel sehr konservative Kollegen getroffen. Also es ist nicht nur links, aber es ist auch links. Ja. Dann ist zu erwähnen, dass sie natürlich nicht nur Einladungen an renommierteste Hochschulen hatte, sondern auch Fellowships. Im Lauf der Karriere ist es ganz gut, wenn man Fellowships hat. Und davon waren einige ganz besonders wichtig, aber ich gehe jetzt da nicht auf Einzelheiten ein. Und dann ist es sicherlich nicht von ungefähr, dass sie nun die Bundesregierung berät und inzwischen auch seit 2 Jahren, glaube ich, seit 2 Jahren Vorsitzende der sogenannten 5 Weisen ist. Auch da gibt es noch keinen Gender-Ausdruck, die Weisinnen gibt es noch nicht. Aber da ist sie jedenfalls Vorsitzende. Und wenn man das werden will, ich glaube nicht, dass man das so richtig wollen kann, man wird das einfach, dann muss man schon einiges geboten haben, wissenschaftlich. Das ist in Deutschland, glaube ich, gehört zum guten Ton, dass jemand, der so eine Position hat, nicht einfach ein Spezel ist. Wenn es in Bayern wäre, wüsste man nicht so genau, ob es nicht doch ein Spezel ist. Ja, aber die Bundesregierung ist zumindest bis zu einem gewissen Grade spezelfrei, was solche Berufungen angeht. Und spezelfrei heißt, dass die Qualifikation über alle Zweifel erhaben sein muss. Das geht ja auch gar nicht anders, weil da sind ja noch andere Parteien, nicht nur die, die gerade an der Macht sind. Und die würden natürlich ganz gerne irgendwo reinstechen, wenn es was reinzustechen gäbe, wenn die Qualität nicht wirklich erhaben ist. Gut, diese Erhabenheit der Qualität hat auch natürlich dazu geführt, dass Frau Schnitzer in verschiedenste andere Gremien berufen wurde. Leopoldina, das ist die Nationalakademie, seit 2003 ist sie da schon. Gibt es die eigentlich schon früher? Nee, ja, sie waren ganz von Anfang an dabei, nicht? Gibt es schon früher? Oh, ja. Dann hat sie natürlich Ehrendoktoren gekriegt und alle möglichen Medaillen mit Bayerischer Verdienstorden. Deswegen darf sie umsonst auf dem Tegernsee fahren und auch auf dem Chiemsee und auf dem Starnberger See. Und den Bundesverdienstorden, dafür gibt es, glaube ich, keine Vergünstigungen. Und außerdem ist der Bayerische Verdienstorden auch schöner. Der hat nämlich diese Farben. Ja. Aber deswegen habe ich die Binde angezogen. Dann ist sie im Herausgebergremien und in Scientific Boards, also in wissenschaftlichen Beiräten, wo sie auch, wie man so schön sagt, heute Chairwoman ist, also Vorsitzende der Sachverständigenrat, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, dann aber auch Chairwoman für eine Expertengruppe, die das Thema der Transformation der deutschen Autoindustrie hat. Ich nehme an, das ist nicht so ganz einfach, da den Vorsitz zu haben, weil die ganze Welt sich schon darauf freut, dass die deutsche Autoindustrie so langsam hinten runtergeht. Weil das, was Deutschland so kennzeichnete, die Fähigkeit, einen wirklich tollen Motor zu bauen, aus ein paar tausend Einzelstücken, ist nicht mehr gefordert, weil jetzt sind die Elektromotoren dran. Die kann eine Person
zusammenbauen. Früher, also für Verbrennermotoren braucht man 7 für den gleichen Zeitraum. Ja, habe ich es kürzlich gehört, deswegen mein Kurzzeitgedächtnis funktioniert gerade noch so. Aber diese große Kompetenz, diese deutsche Kompetenz, die ist jetzt oder wird jetzt redundant wegen der Veränderungen in der Autoindustrie. Und das ist bestimmt kein einfaches Thema. Ich möchte jetzt nicht weiter die Forschungsleistungen und wissenschaftlichen Leistungen betonen, aber auf einen Punkt möchte ich noch hinweisen. Sie wird ja gleich zu uns quasi aus der Situation, in der wir stecken, nicht nur wirtschaftswissenschaftlich, sondern wirtschaftlich sprechen. Und das heißt, wenn man beraten will in diesem Bereich, dann muss man natürlich in all den Fragen, die da wichtig sind, also was für eine Rolle spielen die Steuern für die Entwicklung und so weiter, aktuell auf dem Stand der Forschung sein. Das heißt, Frau Schnitzer muss Forschungsleistungen erbringen und kann nicht einfach nur beraten. Also es ist ja nicht so, dass man ewig lang beraten kann und aus der Vergangenheit leben kann, sondern sie muss aus den aktuellen Forschungen beraten können und all die Themen, die wichtig sind, heute in all diesen Themenbereichen ist sie als Forscherin und als Publizistin in den Journals tätig. Ich habe mal geguckt, ist, glaube ich, kein einziges deutschsprachiges Journal, sondern sind lauter amerikanische. Aber das ist halt so der Gang der Dinge. Es geht ja nicht um Literaturwissenschaft und Philosophie, sondern um was Richtiges. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag, Frau Schnitzer. Gott sei Dank endlich mal gelungen nach 3 Anläufen. Ja, ich bedanke mich sehr für die wirklich sehr freundlichen Worte hier zur Einführung. Tatsächlich hat es jetzt endlich geklappt. Schon 3-mal haben wir den Anlauf genommen und jetzt, dann kam die Pandemie und dann immer wieder und jetzt klappt es endlich. Und ich freue mich wirklich sehr, hier in diesem illustren Kreis berichten zu dürfen über etwas, was wir gerade diese Woche vorgestellt haben. Am Mittwoch war Pressekonferenz zu unserem sogenannten Konjunkturupdate. Wir veröffentlichen als Sachverständigenrat immer im November ein großes Jahresgutachten. Darüber werde ich die meiste Zeit berichten, aber dann gibt es immer im Frühjahr nochmal ein sogenanntes Konjunkturupdate. Dann schaut man sich nochmal an, was hat sich in der Zwischenzeit alles verändert. Und das hat sich wieder sehr viel verändert, war im letzten Jahr schon so. Da kam dann auf einmal ein Krieg dazwischen. Dieses Mal wieder hat sich was verändert. Das werde ich jetzt gleich berichten. Wie gesagt, Mittwoch Pressekonferenz und danach gleich Diskussion mit dem Kanzler, mit dem Vizekanzler, mit dem Finanzminister. Und aus all dem will ich ein bisschen berichten. Ich will also anfangen, wirtschaftspolitische Zeitenwende, so hatten wir das überschrieben. Ja, die Zeiten ändern sich und darum soll es heute gehen. Und dann wird auch gleich klar werden, wo dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ich vielleicht bestimmte Empfehlungen auch habe, die wir als Sachverständigenrat gemeinsam entwickelt haben und die aber nicht immer so leicht zu verorten sind. Aber fangen wir einfach mal an. Das ist jetzt, wie gesagt, das Allerneueste. Was ist der konjunkturelle Ausblick? Und der hat sich tatsächlich seit unserer Veröffentlichung des Jahresgutachtens im November etwas aufgehellt. Was ist der Grund dafür, dass es sich etwas aufgehellt hat und wie genau hat es sich aufgehellt? Da gehen wir mal ein Stück zurück. Im November hatten wir für dieses Jahr prognostiziert, das sieht man hier, Prognosezeitraum, wir hatten für dieses Jahr prognostiziert, das sind immer die hellblauen Zahlen, dass wir in diesem Jahr in eine leichte Rezession rutschen. Das ist natürlich genau dem geschuldet, dass wir im letzten Februar einen Angriffskrieg erlebt haben von Russland auf die Ukraine und dass es dann in der Folge zu dem Rückgang der Gaslieferungen kam und inzwischen eben ein mehr oder weniger Stopp zumindest der Gaslieferungen aus Russland für Deutschland. In anderen europäischen Ländern kommt noch was an, in Österreich insbesondere. Aber das hat natürlich auf die Energiepreise sich sehr stark ausgewirkt. Wir haben diese hohen Energiepreise erlebt und das hat sich jetzt im Laufe der Zeit natürlich auf die Wirtschaft entsprechend ausgewirkt. Ich gehe auf alles sehr viel ausführlicher noch ein. Also sprich, im November hatten wir erwartet, in diesem Jahr einen leichten Rückgang, 0,2. Die Zahlen haben sich nicht geändert, aber wir haben das Vorzeichen geändert. Unser aktueller Ausblick für dieses Jahr ist ein plus 0,2. Und was genau hat sich jetzt verändert? Übrigens an der Stelle gleich die
Der Ausblick fürs nächste Jahr, den würden wir aktuell bei 1,3 plus 1,3 sehen. Ja, was hat sich geändert in der Zwischenzeit? Wir haben gesehen, diesen hohen Anstieg der Energiepreise im vergangenen Jahr hat sich immer weiter fortgesetzt und vor allen Dingen gerade in der Phase, als dann die Gaslieferungen wirklich gestoppt wurden und wir die Gasspeicher dringend auffüllen mussten, da hat die Nachfrage so stark dafür gesorgt, dass die Preise nach oben gegangen sind, dass wir tatsächlich uns alle große Sorgen gemacht haben, wie würde sich denn die Wirtschaft dabei entwickeln, wie werden wir das alles überstehen. Und diese erhöhten Gaspreise, Sie sehen das in der linken Grafik, die haben tatsächlich enorme Höhen erreicht und das hat genau die Sorgen verursacht. Die haben sich aber in der Zwischenzeit, nachdem die Füllstände dann erreicht waren, deutlich zurückentwickelt. Jetzt muss man sagen, die Preise sind nicht immer nur dadurch getrieben, wie viel wird wirklich geliefert, sondern die sind auch sehr stark psychologisch getrieben. Das heißt, wir haben zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als schon gar kein Gas mehr geliefert wurde aus Russland, aber es diese Sabotageakte auf Nord Stream 1 und Nord Stream 2, auf diese Pipelines gab, wieder einen Anstieg der Preise gesehen, obwohl sich an den Lieferungen nichts verändert hat, aber die Unsicherheit ist einfach wieder gestiegen. In der Zwischenzeit also dieser Rückgang der Gaspreise, das sieht man übrigens auch bei den Ölpreisen, das ist die rechte Grafik. Auch da waren wir zwischenzeitlich bei einem Rekordniveau und inzwischen wieder deutlich über 100 Euro, also tatsächlich sogar eher um die 75 Euro. Das heißt, die Gaspreise, die Energiepreise insgesamt haben sich zurückentwickelt und das beflügelt dann doch die Wirtschaft, das ist natürlich auch dem milden Winter geschuldet. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wenn wir uns mal anschauen, was ist denn passiert? Im letzten Jahr wurde ja viel darüber gesprochen, wir müssen unbedingt Gas sparen. Wir sehen das jetzt hier insgesamt für den Erdgasverbrauch, wie sich das im Laufe des Jahres entwickelt hat. Und da sehen wir tatsächlich, dass in den verschiedenen Monaten immer wieder gespart worden ist. Was wir hier auch sehen, ist die Aufteilung zwischen, was haben die Industriekunden gespart und was haben die Haushalts- und Gewerbekunden gespart. Und da sieht man sehr deutlich, gerade in der Mitte des Jahres kamen die Einsparungen natürlich vor allem von den Industriekunden. Warum? Naja, die Haushalte haben im Sommer gar nicht viel Gas verbraucht. Also das bisschen fürs Kochen, das macht nicht so viel aus. Was wirklich entscheidend ist, ist der Gasverbrauch fürs Heizen. Die Hälfte der Haushalte ungefähr heizt mit Gas. Das war im Sommer also nicht viel zum Einsparen, aber jetzt im Winter natürlich. Und was Sie dann auch sehr schön sehen, wenn Sie die rechten drei Balken sich anschauen, dann ist im Oktober sehr viel eingespart worden, im November eben auch. Das waren sehr milde Monate. Das Wetter war sehr mild. Im Dezember hingegen, als wir einen richtig kalten Dezember hatten, da haben dann die Haushalte nicht mehr so viel eingespart. Über das ganze Jahr ungefähr 14% eingespart, und zwar bei den Industriekunden, vor allen Dingen in den Bereichen, die richtig viel Gas brauchen. Da würde ich jetzt zum Beispiel Ammoniakproduktion nennen. Die haben tatsächlich viel runtergefahren. Und wir werden gleich darüber sprechen, was das jetzt für die Zukunft bedeutet, ob das so bleiben wird oder was da passieren wird. Ja, tatsächlich aus der Weltwirtschaft, aus der globalen Konjunktur erleben wir nicht so richtig viele positive Impulse. Normalerweise ist es das, was unsere Wirtschaft so richtig antreibt. Da haben wir den positiven Effekt immerhin gehabt, dass sich die Lieferketten allmählich entspannt haben. Deutschland als Industrieland hat ja in der Pandemie vor allen Dingen deswegen so stark gelitten, weil eben auch die Lieferketten geschwächt waren. Und das hieß dann in vielen Unternehmen, dass man nicht gut produzieren konnte. Also beispielsweise Automobilbranche ist ja eben schon genannt worden, dass dann die Halbleiter gefehlt haben. Da hat man sich beholfen, indem man sich dann auf die Premium-Segmente konzentriert hat und da dann doch auch gutes Geld verdient hat. Aber es gab eben an der Stelle wirklich auch Produktionsreduktion. Andere Länder waren stärker durch den Tourismus betroffen. Das war natürlich dann in der Phase der Lockdowns besonders heikel. Aber typischerweise eben Deutschland als Industrieland getroffen durch die Lieferketten, das hat sich mit der Zeit deutlich entspannt. Was sich jetzt auch entspannt hat, ist die Lage in China. Da waren eine ganze Zeit lang durch diese Zero-Covid-Strategie, also wirklich auf null Infektionen das zu halten,
war die Wirtschaft in China massiv beeinträchtigt. Und das hat sich jetzt tatsächlich durch dieses Öffnen und dann einmal richtig alle infizieren und dann ist auch gut so ungefähr, das war die Strategie. Nicht unbedingt die gewollte Strategie, aber am Ende die Strategie, die man gewählt hat. Dadurch hat sich die Lage in China deutlich entspannt. Das heißt nicht, dass man da jetzt schon wirklich einen massiven Aufschwung sieht. Die Wachstumsprognosen für China sind verhalten, aber das hält doch die Lage so ein bisschen auf. Und das sind dann aber auch schon die einzigen Punkte, wo wir sagen würden, das hält es auf. Also der milde Winter, die zurückgehenden Energiepreise, Zero-Covid-Strategie in China ist aufgehoben und naja, so ein ganz kleines bisschen Aufhellung dann auch in der Weltkonjunktur. Aber genau, das ist, ja, also was man hier an dieser Grafik dann noch sieht, ist eben, Lieferketten entspannen sich und das hat dann eben genau dazu geführt, dass die Lieferkosten sich deutlich reduziert haben. Also die waren zwischenzeitlich sehr hoch, Container schwer zu kriegen, Schiffe haben sich im Suezkanal gestaut. Es lief nichts und die Preise waren sehr hoch und das in der Zwischenzeit also deutlich nach unten gegangen. So, aber ein milder Winter macht noch keinen Frühling. So haben wir dieses Mal unser Konjunkturupdate überschrieben. Was tatsächlich eben zu sagen ist, dass dieser Aufschwung, den wir sehen, die Konjunktur sich wirklich nur langsam erholt. Und woran liegt das? Das hat zwei ganz wesentliche Gründe. Das ist die Inflation und das sind die steigenden Zinsen. Die steigenden Zinsen natürlich, weil die Inflation so hoch ist. Ich fange mal mit der Inflation an. Und da fangen wir gleich mal damit an, was erwarten wir jetzt für dieses Jahr? Wir erwarten für dieses Jahr im Schnitt eine Inflation von 6,6%. Für das nächste Jahr von 3,0%. Wie setzen sich jetzt diese 6,6% zusammen und wie entwickelt sich das im Laufe der Zeit? Wir sehen jetzt hier in dieser Grafik, also diese Balken zeigen, wie sich die Inflation zusammensetzt. Die Entwicklung ist offensichtlich so gewesen in der Pandemiephase. Da hat man ja so wenig gekauft, da sind die Preise sogar nach unten gegangen. Aber danach sind sie immer stärker gestiegen. Und im letzten Jahr sind wir in ungeahnte Höhen gekommen. Also wir hatten eine Inflation, die höher war oder mal gerade wieder so hoch, wie wir zuletzt in den 70er Jahren sie hatten. Die Inflation in der Phase war besonders stark getrieben durch die Energiepreise. Das sind die hellgrünen Balken. Und durch die Nahrungsmittel. Das sind die orangen Balken. Was man als blauen Balken darunter sieht, das nennen wir die sogenannte Kerninflation. Das ist also die Inflation, die übrig bleibt, wenn man Energie und Nahrungsmittel rausrechnet. Und das ist eine Größe, auf die die EZB besonders stark achtet, weil man sagt, naja, Energie, Nahrungsmittel, da gibt es immer viele Schwankungen. Das kann man nicht nur so gut als Gradmesser nehmen. Das geht mal hoch, mal runter, je nachdem, wie tatsächlich zum Beispiel das Wetter ist oder auch die saisonale Entwicklung jetzt gerade bei Nahrungsmitteln. Da gibt es mal einen Ernteausfall oder so. Deswegen achtet man normalerweise darauf nicht so stark, sondern man achtet immer stark auf die Kerninflation. Das war jetzt momentan etwas anders, weil die Energiepreise ja so viel ausgemacht haben und wirklich so zentral waren. Aber was man eben an der Kerninflation sieht, ist, haben wir wirklich ein dauerhaftes Problem. Und wie sieht jetzt die Kerninflation aus? Wir sehen eben aktuell, dass die eben auch deutlich über den 2% sind, die das Ziel der EZB ist. Also die EZB strebt ein Inflationsziel von 2% an und wir liegen sogar mit der Kerninflation momentan deutlich darüber. Woran liegt das jetzt wiederum, obwohl die Energiepreise so langsam zurückgehen? Naja, weil die Energiepreise jetzt bei den Industrieproduzenten angekommen sind und die dann wiederum diese Preise weitergeben in ihren Produkten. Wenn das Vorprodukte sind, werden die wiederum weitergegeben in die nächsten Produkte. Also die ganze Lieferkette durch, setzen sich dann diese Preise durch. Und das ist das, was wir momentan erleben. Also aktuell erleben wir eben bei den Gütern, die nicht Energie und nicht Nahrungsmittel sind, erleben wir, dass die Preise angehoben werden, weil sich allmählich durchsetzt, was wir durch diese Energiepreise getrieben an Kostensteigerungen haben. Und das wird noch eine ganze Weile dauern, aber gegen Ende des Jahres dann doch runtergehen. Und dann sind wir im nächsten Jahr so ganz allmählich in einem Bereich, der dann wieder dem entspricht, wir sind noch nicht da, aber noch langsam dem entspricht, was die EZB eigentlich anstrebt.
Das also die Entwicklung der Inflation. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, an der Stelle habe ich noch nicht über Löhne gesprochen, wie wird sich die Lohnentwicklung darauf auswirken? Auch das ist natürlich genau das Wichtige. Wenn die Löhne sehr stark steigen, dann kommt es genau zu dieser sogenannten Lohnpreisspirale. Also dann sind das wieder die Kosten, die für die Unternehmen zu tragen sind. Dann werden sie ihre Preise wieder erhöhen. Und das wollte man eigentlich die ganze Zeit vermeiden, denn dann verselbstständigt sich die Inflation immer weiter. Aber dass nach höheren Lohnen gefragt wird, das sehen wir jetzt gleich, warum das natürlich offensichtlich ist. Und am Montag, ich weiß nicht, wer von Ihnen davon betroffen sein wird, wird der eine oder andere jedenfalls die Auswirkungen spüren, dass es einen Tarifkonflikt gibt. Ja, das zeigt uns jetzt die nächste Grafik, und zwar die linke. Durch diese hohe Inflation haben wir bei eben bisher noch nicht sehr stark gestiegenen Löhnen einen Rückgang der realen Kaufkraft. Das gilt für alle europäischen Länder, das sieht man also in der linken Grafik. Wir sehen eben rechts, wie stark hat sich die Inflation da jeweils entwickelt. Und wir sehen dann auf der Achse links, um wie viel sind die Reallöhne gesunken. Und die sind in Deutschland um die 3% im letzten Jahr gesunken. Das heißt, die Menschen haben real 3% weniger in der Tasche. Und das ist natürlich für die Konjunktur wiederum schlecht, weil das die Kaufkraft einschränkt und dementsprechend auch weniger Nachfrage bei den Unternehmen ankommt. Was das ein bisschen aufgefangen hat, das sind die Entsparungen, würde man sagen. Also, dass man so ein bisschen sein Sparen aufgehoben oder aufgelöst hat. Die einen haben ein bisschen was weniger gespart oder Sparersparnisse aufgelöst, weil sie es gar nicht anders können, weil sie sonst nicht über die Runden gekommen wären. Und bei denen, die ja normalerweise eben einen guten Teil ihres Einkommens sparen, die haben jetzt weniger gespart, um ihren Konsum einigermaßen konstant zu halten. Das sieht man in der rechten Grafik. Also normalerweise haben wir so eine durchschnittliche Sparquote in Deutschland von um die 10%. Und in dieser Phase, wo die Preise so stark gestiegen und die Reallöhne gesunken sind, ist diese Sparquote im Schnitt in Deutschland etwas nach unten gegangen. Dadurch konnte sich dann der Konsum, das ist die orange Linie, so einigermaßen stabilisieren. Was dazu beigetragen hat, ist auch wiederum, dass die Unsicherheit ein bisschen sich verringert hat. Also wenn die Menschen sehr unsicher sind, wie entwickelt sich die Zukunft, dann entsparen die nicht, dann wollen die eigentlich lieber mehr sparen. Das hatten wir genau im Herbst gesehen. Da waren diese hohen Energiepreise schon zu sehen, die waren bei den Haushalten noch nicht angekommen. Die Preise waren noch nicht angehoben worden durch die Versorger, durch die Energieversorger. Aber alle hatten schon gewusst, ui, da kommt was und haben schon das eine oder andere zurückgelegt, weil sie dachten, wer weiß, was da auf uns zukommt. Was wiederum auch begründet, warum die Politik so viel Wert darauf gelegt hat, hier Unsicherheit rauszuholen, indem sie die Ankündigung gemacht hat. Doppelwumms, Sie wissen alle, 200 Milliarden wurden ins Schaufenster gestellt. Wir helfen durch Energiepreisbremsen, Strompreisbremsen, Gaspreisbremsen, allein um diese Unsicherheit auch zu reduzieren. Und das wiederum hat dann auch motiviert, das Geld nicht nur zusammenzuhalten, sondern einigermaßen weiter seine Ausgaben zu tätigen. So, nächstes Problem aber, steigende Zinsen. Die EZB hat die vornehmlichste Aufgabe für Preisniveaustabilität zu sorgen. Sie hat sehr lange erst die Entwicklung so interpretiert, dass es sich um temporäre Effekte handelt. Wir hatten diesen starken Einbruch in der Pandemie, dann springt die Konjunktur wieder an, dann gehen die Preise natürlich nach oben. Aber man hat es noch nicht als dauerhaftes Phänomen gesehen und vor allen Dingen ja, in der Zeit vor Kriegsbeginn auch noch nicht wirklich gesehen, dass sich da was zusammenbraut. In dem Moment, als das dann langsam klar war, musste die EZB reagieren, hat sie auch reagiert. Die FED, die amerikanische Notenbank, hat schon sehr viel früher die Zinsen angehoben, inzwischen eben auch die EZB. Und das ist notwendig und richtig, geht ja gar nicht anders. Wie soll man sonst diese Inflation nach unten treiben? Aber gleichzeitig hat das genau den Effekt, und deswegen ist es ja wirkungsvoll, es hat den Effekt, dass die Kreditbedingungen sich verschlechtern. Und das wiederum merken wir jetzt am Haus. Baumarkt. Die Zinsen sind höher, wenn man jetzt einen Immobilienkredit braucht und deswegen geht die Nachfrage deutlich zurück. Und das sehen natürlich auch die Unternehmen. Auch die investieren jetzt weniger, wenn die Zinsen entsprechend steigen. Also das ist genau das, was wir sehen. Wir haben eben diesen starken Anstieg der
Kreditzinsen gesehen. Der Leitzinsen fährt, wie gesagt, als erster. Das ist die orange Linie, Euroraum inzwischen auch. Und am Ende ist jetzt die interessante Frage, wie wird sich das weiterentwickeln? Das ist momentan durch diese Möglichkeit einer Finanzkrise etwas spannend geworden, weil es momentan ja, die Argumentation gibt, vielleicht muss die Fed, vielleicht muss die EZB, vielleicht müssen sie sich etwas zurückhalten bei den Zinserhöhungen, um ja, damit sich da nicht wirklich eine Finanzkrise entwickelt. Und Sie haben es vielleicht verfolgt, die EZB hat in der letzten Woche trotzdem die Zinsen wie angekündigt um 0,5% erhöht. Mit genau dem Blick, wenn sie es nicht getan hätten, hätte das halt vielleicht als besonders schlechtes Signal gewirkt. Also haben sie es getan, so wie wir es angekündigt hatten, während die Fed jetzt nur 0,25% hochgegangen ist. Und das war schon in gewisser Weise dieser Kompromiss. Einerseits die Inflation erfordert, man muss die Zinsen weiter erhöhen. Andererseits will man es vielleicht jetzt auch nicht übertreiben, damit man die Situation doch einigermaßen entspannt hält. Nein, also von Entspannung kann ja keine Rede sein, aber nicht zu sehr angespannt hält. Auf die Finanzkrise werde ich später nochmal eingehen, ganz zum Schluss. Das ist etwas, wie jedes Jahr, wenn wir irgendwelche Gutachten rausbringen, kurz vor Abgabeschluss oder meistens danach, aber vor Übergabe, passiert noch irgendwas. So am Freitag waren wir fertig, am Mittwoch haben wir übergeben, am Sonntag wird die Credit Suisse von der UBS übernommen. Also das musste dann alles noch schnell eingepreist werden. Darüber also gleich mehr. Ja, dann an der Stelle, also jetzt zu der großen Frage, wie gehen wir mit der neuen Situation um? Wie stellt sich die neue Situation dar? Wir haben das Gutachten im November überschrieben damit, dass wir gesagt haben, Energiekrise solidarisch bewältigen, neue Realität gestalten. Und was haben wir damit gemeint? Energiekrise solidarisch bewältigen, das hat sich vor allen Dingen darauf bezogen, dass die Energiekrise mit den hohen Preisen uns jetzt erstmal alle ärmer macht. Sie wissen, diese hohen Energiepreise, die zahlen wir ans Ausland. Wir zahlen das an ausländische Lieferanten, ganz lange an Russland, momentan an USA, an Norwegen, eben die Lieferanten, von denen wir momentan das Flüssiggas beziehen. Das heißt, wir als Land sind ärmer geworden. Das können einige gut verkraften, andere eben nicht. Die können nicht verkraften, wenn sich die Energiepreise, die Heizpreise beispielsweise verfünffachen oder die Strompreise. Und an der Stelle ist es die Frage, wie schaffen wir das, solidarisch durch diese Krise zu kommen? Und ich habe ein bisschen schon darüber gesprochen, werde noch gleich mehr darüber sprechen. Energiekrise solidarisch bewältigen, aber auch innerhalb von Europa. Wir sind nun an der Stelle als Deutschland besonders angegriffen gewesen, weil wir eben besonders viel von unserem Gas aus Russland beziehen, andere Länder weniger. Auf der anderen Seite, in anderen Ländern gab es andere Probleme. Frankreich hatte mit seinen Kernkraftwerken im Winter viel Ärger, hat viel nicht funktioniert und an der Stelle waren die darauf angewiesen, dass wir Strom nach Frankreich liefern. Also überhaupt mit dieser Energiekrise solidarisch umzugehen, war unser Anliegen, das tatsächlich zu propagieren. Der zweite Teil des Titels heißt Neue Realität gestalten. Und was ist die neue Realität? Na klar, die neue Realität war die Energiekrise, aber wir sehen eben auch, dass die Energiepreise sich dauerhaft nicht auf das zurückentwickeln werden, was wir vor diesem Angriffskrieg hatten, sondern wahrscheinlich so ungefähr beim Doppelten bleiben werden. Woran liegt das? Selbst wenn wir es geschafft haben, irgendwann genügend LNG-Terminals zu haben, also genügend Flüssiggas von woanders her zu beziehen, dann ist das natürlich trotzdem immer noch teurer. Das muss ja erst irgendwann das gefördert werden, dann muss es verflüssigt werden, dann muss es auf ein Tankschiff gepackt werden, zu uns gebracht werden, regasifiziert werden. Wir brauchen hier eine Infrastruktur, damit das jetzt dahin gebracht wird, wo wir es brauchen. Das sind ganz neue Pipelines, die wir dafür brauchen. Ja, das ist natürlich alles teurer als einfach wie bisher russisches Gas über die schon existierenden Pipelines zu beziehen. Das ist eine neue Realität, mit der wir umgehen müssen und darum soll es auch gleich gehen. Die andere neue Realität, die wir jetzt in den Blick nehmen müssen, ist, geopolitisch hat sich einiges verändert. Das ist nicht nur Russland, was wir eben jetzt ganz anders einschätzen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir je wieder zu der Situation zurückkehren, dass wir 50% unseres Gases aus Russland beziehen, die würde ich als null einschätzen. Vielleicht landen wir mal irgendwann wieder bei 10%, wer weiß, der Krieg ist zu Ende, alles hat sich aufgelöst. Aber dass wir uns nochmal im gleichen Maße abhängig machen, das ist doch dann sehr unwahrscheinlich. Wir sehen aber gleichzeitig, wir sind von anderen Ländern sehr abhängig und jetzt kommt das Thema China. Wir exportieren sehr viel dahin. Ich habe vorhin viel über China gesprochen und dass das ja gerade ein Lichtblick momentan ist.
Wir beziehen sehr viele Inputgüter von da. Und die Frage ist, wie gehen wir damit in Zukunft um? Das wird uns also jetzt gleich beschäftigen. Unser Thema an der Stelle war, das sollten wir nicht einfach nur immer reagieren, wir sollten es aktiv gestalten. Wir sollten uns jetzt sagen, hallo wach, da entwickelt sich etwas, wir müssen das aktiv gestalten. So, jetzt an der Stelle noch mal kurz zurück zu diesem Thema solidarisch umgehen mit dieser Energiekrise. Ich hatte ja viel über die Inflation gesprochen, dass das die Kaufkraft so reduziert und dementsprechend auch die Konjunktur natürlich belastet. Wir haben uns im Gutachten auch angeschaut, wie ist das denn in den unterschiedlichen Einkommensgruppen? Das sieht man in der linken Grafik. Da sind die Einkommensgruppen in 10 Gruppen unterteilt. Und dann haben wir uns erstmal angeschaut, wie hoch ist denn die Inflationsrate in den einzelnen Gruppen? Und tatsächlich ist das so, dass also die Reichsten, die sind am rechten Rand, die Ärmsten sind am linken Rand. Die Inflationsrate ist der hellblaue Balken. Die Inflationsraten sind etwas unterschiedlich für die unterschiedlichen Einkommensgruppen, weil man auch unterschiedliche Güter konsumiert. Der eine kauft eine tolle Markenbutter, der andere kauft die No-Name-Butter, einfach oder Margarine oder was auch immer. Also man hat unterschiedliche Warenkörbe und die Preise haben sich auch etwas unterschiedlich entwickelt. Aber tatsächlich nicht so sehr unterschiedlich. Also die Inflationsraten sind etwas höher für die Ärmeren, aber nicht so viel höher. Was wirklich einen großen Unterschied macht, ist, wie viel von seinem Einkommen verwendet man für Konsum, für den alltäglichen Bedarf. Und da ist offensichtlich, dass das die Ärmeren natürlich zu sehr viel höherem Maße tun. Das heißt, da eben diese Güter des täglichen Bedarfs so stark im Preis gestiegen sind, fällt bei denen ein sehr viel höherer Prozentsatz des Nettoeinkommens weg, dadurch, dass die Preise so stark gestiegen sind. Das sieht man bei den dunkelblauen Balken. Die dunkelblauen Balken zeigen, wie hoch ist die Inflationsbelastung in Prozent des Nettohaushaltseinkommens. Und das ist eben bei den ärmeren Haushalten 8% und bei den reicheren Haushalten weniger als 4%. Gleichzeitig sehen wir eben, ja, die Sparquote ist eben auch sehr unterschiedlich. Die ärmeren Haushalte, das sind diese orangen Rauten, ja, die sparen nichts, sondern die müssen eigentlich sich verschulden oder Ersparnisse auflösen. Das ist die rechte Legende, minus 8% ist da, während die Reichen natürlich eine sehr viel höhere Sparquote haben. Ja, und an der Stelle sind wir dann zu der Überlegung gekommen, natürlich muss man diesen ärmeren Haushalten helfen mit diesen höheren Energiepreisen. Das ist ja genau das, was die Regierung auch vorhatte und was wir auch sehr unterstützen. Großes Problem an der Stelle ist, ja, ärmeren Haushalten helfen, die reicheren Haushalte brauchen es nicht. Ich habe ja lange darüber gesprochen, das hat uns alle ärmer gemacht, irgendjemand muss die Zeche zahlen. Die Reicheren bräuchten es nicht. Jetzt ist aber das Problem, dass die Bremsen, die Gaspreisbremse insbesondere, nicht so zielgenau eingerichtet werden kann. Denn im Grunde würde man gerne nur denen das Geld geben, die erstens Gas konsumieren und b, nicht so viel haben, dass sie sich das weiterhin leisten können. Die würde man gerne unterstützen und die anderen, ja, die würden halt mal ein bisschen weniger sparen und das wäre dann auch okay. Kann man aber nicht, weil man das nicht weiß. Also was man weiß, ist, wer Gas konsumiert. Deswegen geht man jetzt über die Gasversorger. Die sind jetzt für die Verwaltung dieser Energiepreise, dieser Gaspreisbremse zuständig. Da erreicht man auf jeden Fall Leute, die Gas konsumieren. Hätte man einfach überhaupt einen Bonus, einen Scheck verschickt, dann würde es ja an alle gehen. In dem Sinne also zielgenau, aber man hat keine Ahnung, ob die Leute viel verdienen oder wenig. Man weiß, wie viel sie verbrauchen, aber man weiß es nicht so genau, dass man sagen kann, naja, wer wenig verbraucht, dem helfen wir. Das wird ja auch jemand sein, der eine kleine Wohnung hat. Tatsächlich kann man nicht an der Menge der Abnahme sehen, wer dahinter steckt. Man kann auch nicht sagen, also die, die ganz viel verbrauchen, da deckeln wir das, weil das sind bestimmt die reichen Immobilienbesitzer, große Villas, Swimmingpool und so weiter. Da sagen wir, irgendwann ist Schluss. Wer wird jetzt nicht unterstützt? Kann man nicht, weil der Energieversorger, der Gaslieferant nur sieht, hohe Rechnung, aber das kann auch genauso ein Mehrfamilienhaus sein. Und da kann man ja nicht sagen, also jetzt wird es irgendwo gekappt. Das macht es gerade so schwer, wirklich zielgenau hier zu unterstützen. Und deswegen hat man gesagt, gut, jetzt wird einfach für alle gleich unterstützt, nämlich 80% des bisherigen Verbrauchs. Da wird man entsprechend mit einem niedrigen Preis dabei sein.
den Rest beim aktuell hohen Preis, das sollte den Anreiz geben, wirklich ziemlich viel einzusparen. Das war ja auch das erklärte Ziel. Man wollte, dass die Menschen einsparen, damit wir weniger verbrauchen und dementsprechend besser durch den Winter kommen. Das ist aber natürlich teuer. Ich sagte ja vorhin schon, 200 Milliarden hat man dafür ins Schaufenster gestellt und alles, was man da sparen könnte, wäre natürlich besser. Das war genau unsere Argumentation. Wir haben gesagt, gut, wir sehen ein, dass dieses Instrument nicht wirklich zielgenau ist, aber lass es uns doch auf die Weise etwas kompensieren, dass wir sagen, gut, alle kriegen diese Unterstützung, aber den Reicheren nehmen wir wieder ein bisschen was ab im Sinne von beispielsweise Abbau der kalten Progression. Ein Jahr verschieben, denn davon profitieren natürlich vor allen Dingen die höhere Steuern zahlen. Die Ärmsten zahlen im Zweifel gar keine Steuern. Oder aber, dass man sagt, für eine befristete Zeit, nämlich wirklich genau für die Dauer dieser Unterstützung, heben wir den Spitzensteuersatz etwas an oder führen wir einen Energiesoli ein. Das sind alles unterschiedliche Varianten, die wir zur Diskussion gestellt haben, um zu sagen, naja, auf die Weise reduzieren wir das, was an Schuldenaufnahme notwendig ist. Das entlastet den Haushalt. Das entlastet die künftige Generation, die ja nicht alle diese Kosten tragen soll, die schon viele andere Kosten auch zu tragen hat, zum Beispiel Rente, Sie haben es vorhin schon angesprochen. An der Stelle also eigentlich aus unserer Sicht eine sehr gute Idee. Entlastet übrigens auch den Inflationsdruck, denn alles, was der Staat wieder an Kaufkraft generiert, indem er allen Geld gibt, das treibt natürlich die Inflation wieder stärker an. Die Regierung hat sich dafür jetzt nicht erwärmt und dementsprechend gab es das bisher auch nicht. Wir sind jetzt in einer Situation, wo diese Preisbremsen ausgezahlt werden. Wir sehen tatsächlich, dass die veranschlagten Kosten gar nicht so hoch sind, wie ursprünglich im Herbst noch erwartet, einfach weil die Energiepreise in der Zwischenzeit sich so stark schon wieder zurückentwickelt haben. Also momentan rechnen wir damit, dass man aufs Jahr gerechnet ungefähr 30 Milliarden wirklich für diese beiden Energiebremsen brauchen wird. Aber das hängt ganz davon ab, wie sich die Energiepreise weiterentwickeln. Momentan, wir können natürlich immer nur die Futurespreise da veranschlagen. Momentan sieht es ganz gut aus, aber jetzt, wenn wir im nächsten Winter wieder einen sehr harten Winter kriegen würden, wenn sich irgendwas im Laufe des Sommers entwickelt, sodass die Preise wieder steigen, dann wird es natürlich noch mal eng und dann werden auch die Kosten höher. Ja, hohe Energiepreise droht dadurch eine Deindustrialisierung. Das ist was, was viele Schlagzeilen gemacht hat. Heißt es, dass jetzt alle Unternehmen abwandern in die Vereinigten Staaten, wo die Energiepreise so viel niedriger sind? Was jetzt übrigens nochmal extra angefacht wurde durch das Programm, was die Vereinigten Staaten aufgelegt haben, den sogenannten Inflation Reduction Act. Tatsächlich ist es so, dass die Industrie ungefähr 30% des Endenergieverbrauchs ausmacht. Das sieht man links. Man sieht also, wie viel von der Energie von den einzelnen Bereichen konsumiert wird. Industrie, das sind die Balken 3 und 4, private Haushalte danach, Gewerbe, Handel und so weiter. Man sieht immer der linke Balken davon, das ist 2,8, der rechte Balken davon 2,19. Man sieht in den drei rechten Bereichen übrigens einen leichten Rückgang in diesen 10 Jahren. Der einzige Bereich, wo es wirklich wieder zugenommen hat, das ist der Verkehrsbereich, der ist ganz links. Was etwas über die aktuelle Diskussion auch sagt, warum im Verkehrsbereich besonders viel zu tun ist, wenn man irgendwann Klimaneutralität erreichen will. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Jetzt ist das Thema, dass die Industrie viel Energie verbraucht. Rechts sieht man, im nicht energetischen Bereich ist es besonders Öl und Gas. Nicht energetisch, also da, wo man es wirklich als Input braucht, um etwas daraus zu produzieren, beispielsweise Düngemittel. So, jetzt ist das Interessante, eigentlich haben die allermeisten Unternehmen kein so großes Problem mit diesen Energiepreisen gehabt, weil die Energiekosten im Prozentsatz der gesamten Kosten vielleicht so 3-4% ausmachen. Und dann ja, sind die jetzt auf einmal höher, aber das alleine würde normalerweise ein Unternehmen noch nicht direkt in Bredouille bringen. Aber, und das zeigt diese Grafik, das ist sehr heterogen. Sie sehen hier verschiedene Wirtschaftszweige und was immer dieser kleine blaue Strich ist. Diese Striche sagen immer, was ist der Median? Also was heißt Median? Da guckt man sich an, 50% der Unternehmen
haben weniger, 50% der Unternehmen haben mehr Energieverbrauch. So, und dann sehen Sie diese Striche, die sind alle wirklich sehr weit links. Was wird hier genau gemessen? Das ist die Energieintensität. Und Energieintensität wird hier gemessen, wie viel Kilowattstunden brauche ich, um 1 Euro Bruttowertschöpfung zu erzielen. So, und bei den allermeisten, so in der Mitte, eine Kilowattstunde. Ne? Also das ist wirklich, wirklich nicht so viel. Aber wir sehen, es gibt Wirtschaftszweige, wo es Unternehmen gibt, die sehr viel mehr energieintensiv arbeiten, das heißt, die sehr viel mehr Kilowattstunden für 1 Euro Bruttowertschöpfung verbrauchen. Und das heißt, wir haben Unternehmen, die möglicherweise doch sehr, sehr hart getroffen sind. Das haben wir uns dann in einer Simulation angeschaut und das zeigt die nächste Grafik. Also, wir haben uns hier angeschaut, was würde denn passieren? Das sind die blauen Balken, wenn die Gaskosten um 400% steigen und der Strompreis um 300% steigt. Oder zweite Simulation, Gaskosten steigen nur um 150%, Stromkosten um 300%. Dann haben wir uns jetzt für diese verschiedenen Bereiche angeschaut, wie hoch wäre die zusätzliche Kostenbelastung bei diesen höheren Preisen, gegeben das, was die bisher als Bruttomarge haben, also was die bisher quasi über die Kosten hinaus als Marge haben, wenn wir den aktuellen Preis erstmal konstant halten. Die anderen Kosten, der aktuellen Preis, alles halten wir konstant. Und jetzt überlegen wir, hätte diese Marge bisher dafür ausgereicht, um diese gestiegenen Energiekosten zu schultern? Oder für wen würde es dann knapp? Also, wie viele hätten dann dadurch eine negative Bruttomarge und wären sozusagen kurzfristig in Liquiditätsschwierigkeiten, müssten vielleicht Insolvenz anmelden. Und da sehen wir, es gibt Bereiche, beispielsweise Metallerzeugung, da könnte es sein, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen wirklich negative Probleme, also negative Marge hätten, also tatsächlich massive Liquiditätsprobleme hätten. Während es andere Bereiche gibt, Bekleidung oder so, da sind das sehr viel weniger Unternehmen. Das jetzt alles bei konstanten Preisen, alles andere konstant. Natürlich können die Unternehmen sich anpassen und jetzt kommt es darauf an, wie können die sich denn anpassen? Können die beispielsweise ihre Preise erhöhen? Und das wiederum hängt jetzt sehr stark davon ab, in welcher Konkurrenzsituation sie sind. Haben sie Konkurrenz, insbesondere aus dem Ausland, wo sie mit sehr viel niedrigeren Energiekosten konfrontiert sind? Dann können sie vielleicht nicht so einfach ihre Preise erhöhen, tja, weil sie dann von den anderen ausgebotet werden, dann verlieren sie ihre Kunden. Wenn die tatsächlich nicht so viel Konkurrenz haben, also stellen Sie sich vor, Sie sind ein lokaler Bierproduzent und die werden jetzt nicht das Bier aus den Vereinigten Staaten hierher transportieren, dann haben Sie vielleicht weniger ein Problem. Also das ist genau das, was wir uns angeguckt haben, wie groß ist die Konkurrenz, wie groß ist die Marge, die man bisher hatte, kann man die Preise erhöhen? Wie wertvoll ist letztlich dann auch das Produkt? Also arbeitet man mit sehr kleinen Margen oder mit höheren Margen? Und dementsprechend ist man mehr oder weniger gefährdet. Und was wir mit unseren Simulationen dann herausgefunden haben, ist, und darüber wurde aber auch viel gesprochen, besonders betroffen ist Metallerzeugung, besonders betroffen ist Glaskeramik und die Grundstoffe der Chemie. Also nicht chemische Produkte insgesamt, sondern vor allem die Grundstoffe. Denken Sie an Düngemittel, denken Sie an sowas wie Ammoniak. Das sind die Bereiche, die besonders hart getroffen sind. Jetzt stimmt aber dann eine Sache doch zuversichtlich, nämlich, dass sich die Energieintensität, über die ich jetzt so lange gesprochen habe, in den letzten 20 Jahren doch in Deutschland deutlich reduziert hat. Wie kann man das sehen? Da sieht man in der linken Grafik, da ist die dunkle Linie stark nach unten weisend. Und das heißt, die Energieintensität insgesamt im verarbeitenden Gewerbe ist deutlich nach unten gegangen. Jetzt kann man sagen, das hat vielleicht den Grund, dass die besonders energieintensiven einfach abgewandert sind. Jetzt produziert man alles nicht mehr. Jetzt macht man nur noch Sachen, die kaum Energie brauchen. Und das stimmt, aber es stimmt nur zum Teil. Und es stimmt zum kleineren Teil. Dazu haben wir uns nämlich zwei verschiedene Überlegungen angestellt. Man sieht die orange Grafik, die orange Linie und die hellblaue Linie. Die orange Linie, die sagt, okay, nehmen wir mal an,
Alle Unternehmen produzieren mit der gleichen Energieintensität wie bisher, ändern also ihre Technologie nicht, ihr Verfahren nicht. Und wir haben nur diesen Strukturwandel dadurch, dass einige, die besonders energieintensiv sind, jetzt verschwunden sind und andere, die nicht so energieintensiv sind, die haben halt jetzt zugelegt. Dann hätte sich die Energieintensität so zurückentwickelt, wie die orange Linie zeigt. Also schon ein bisschen, aber nicht so sehr. Und die andere Überlegung, die wir anstellen, ist, nehmen wir mal an, die Bereiche wären geblieben wie bisher, aber die Unternehmen hätten jetzt jeweils versucht, effizienter zu arbeiten, also ihre Technik zu verbessern, neue Maschinen, die energieeffizienter arbeiten. Dann hätten wir die Entwicklung gehabt, wie sie diese hellblaue Linie zeigt. Und Sie sehen, das ist der entscheidende Faktor. Also ja, wir haben einerseits einen Strukturwandel schon erlebt, hin zu weniger energieintensiven Wirtschaftszweigen und Unternehmen. Aber vor allen Dingen haben die Unternehmen es auch geschafft, ihre Energieintensität zu reduzieren. Das stimmt uns eigentlich zuversichtlich, dass man da auch in Zukunft noch was machen kann. Übrigens, dass die Unternehmen besonders an Marktanteilen gewonnen haben, die effizienter geworden sind, das sieht man rechts. Man sieht, wer seine Energieintensität verringert hat, der hat besonders viel an Marktanteil, am Anteil an der Bruttowertschöpfung dazu gewonnen. Also das ist genau das, was man sieht, die Unternehmen übernehmen einfach einen sehr viel größeren Marktanteil. Was man in der Mitte noch sieht, das ist auch sehr spannend, da haben wir uns das mal angeschaut, wie hat sich die Energieintensität in einzelnen Bereichen entwickelt, gerade die, die jetzt so besonders gefährdet sind. Also nehmen wir mal Metallerzeugung und Bearbeitung, hellgrüne Linien, hat sich also lange nicht viel getan, in letzter Zeit stärker. Oder nehmen wir mal Rot, Herstellung von Papier, Pappe, auch da Energieintensität runtergegangen. Interessanterweise bei Herstellung von Glaswaren, Keramik und so weiter eigentlich keine Verbesserung der Energieintensität. Das ist interessant und das bestätigt wurde auch bestätigt in Gesprächen mit der Branche, die sagen, ja, das ist einfach bei uns ausgereizt. Da haben wir zu Beginn des letzten Jahrhunderts sehr hohe Energieintensität gehabt. Das haben wir massiv nach unten getrieben. Und momentan geht da nichts mehr, was eigentlich darauf hindeutet, da müsste wirklich disruptiv jetzt eine ganz neue Technologie her, um einen weiteren großen Schritt zu machen. Und das ist die Frage, wie gut schafft die Branche das? So, vielleicht sollte ich an der Stelle aber dann sagen, was ist unser Fazit daraus? Unser Fazit ist, ja, durch die höheren Energiepreise wird natürlich die Wirtschaft angeregt werden, weiterhin die Restrukturierung vorzunehmen. Wir werden sicherlich in einigen Bereichen, die besonders energieintensiv sind und wo die Margen niedrig sind und wo die Konkurrenz aus dem Ausland sehr hoch ist, da werden wir sehen, dass die abwandern. Erstes Beispiel, BASF hat gesagt, sie schließen eines der beiden Produktionsanlagen, die Ammoniak produziert, die ältere der beiden Anlagen offensichtlich, und wollen das in Zukunft woanders machen. Die große Frage, und über die viel kontrovers diskutiert wird, heißt das, dass damit auch alles andere verschwindet? Unsere Einsicht ist bisher nein, das ist nicht der Fall. Zumindest hat auch keiner bisher gut begründen können, warum alle anderen Sachen jetzt genau an dieser Ammoniakproduktion hängen, wenn man es woanders sicher herbekommt, also sprich aus USA zum Beispiel beziehen kann. Klar gibt es in bestimmten Bereichen Kuppelproduktion, und dann muss man das auch halten. Aber dann lohnt es sich ja auch, das zu halten, weil ja dann die anderen Produkte das tragen. Aber wenn sich die Produktion selbst nicht mehr trägt, weil, wie gesagt, Margen sehr gering sind und das ist das Übliche bei Massenware mit hoher Konkurrenz, dann wird man das in Deutschland nicht mehr produzieren. Die Chance, die wir haben, ist, in die Produkte zu gehen, wo man hohe Margen erzielt. Das sind übrigens bisher die Autos gewesen im Premium-Sektor oder in Zukunft Luxussektor. Das ist ja momentan die erklärte Strategie der Luxusmarken. Das heißt, Dinge zu produzieren, für die andere bereit sind, wirklich sehr viel mehr zu zahlen, als die reinen Kosten sind, um das Produkt herzustellen. In diesem Sinne also würden wir sagen, der Strukturwandel wird jetzt natürlich vorangetrieben, er wird jetzt auch beschleunigt, aber wir werden keine Deindustrialisierung sehen. Und dazu haben wir übrigens auch Vergleiche mit den letzten Krisen. Wir hatten die Ölkrise in den 70er Jahren. Wir sind damit gut umgegangen, sind auf weniger ölintensive Produkte gegangen. Japan hat das nach Fukushima sehr gut geschafft. Also wir haben gesehen,
eine Industrie nimmt das auch als Anreiz, um dann in einer solchen Situation bestimmte Dinge auf den Prüfstand zu stellen und sich neu zu orientieren. Die Sorge, dass dann in Zukunft hier nichts mehr produziert wird, die haben wir nicht. Aber es gilt natürlich immer, auf den Zehenspitzen zu bleiben und dafür zu sorgen, dass man gute Produkte herstellt, entwickelt, für die die Leute bereit sind, auch gutes Geld zu zahlen. Lassen Sie mich als zweites Thema Fachkräftesicherung ansprechen. Denn wenn die Unternehmen zurzeit über etwas klagen, dann nicht nur über die hohen Energiepreise, was als zweites immer sofort genannt wird, manchmal sogar als erstes, je nachdem, über welche Branche wir sprechen, das ist das Thema, dass sie keine Beschäftigten finden, keine Fachkräfte finden. Wobei Fachkräfte ist es inzwischen gar nicht mehr nur, es sind zum Teil auch Hilfskräfte. Ich würde mal vermuten, das gilt für Ihre Branche, in München weiß ich, im Biergarten. Die Leute, die die Biertische abräumen im Biergarten, ja, wenn die nicht da sind, dann funktioniert es halt auch nicht. Deswegen haben wir uns im Gutachten mit zwei Themen sehr intensiv auseinandergesetzt. Einmal die Frage, was kann an der Stelle Weiterbildung helfen? Und dann die Frage, was kann an der Stelle Erwerbsmigration helfen, um dieses Problem zu lösen? Weiterbildung haben wir das typische Problem, das beobachten wir schon länger und das sieht man in der linken Grafik, dass da, wo wir es eigentlich besonders bräuchten, nämlich bei den nicht so gut Ausgebildeten, dass da die Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen eher gering ist. Sie sehen das in der linken Grafik. Die untere Linie, das ist die von Menschen, die keinen Berufsabschluss haben. Die nehmen aber auch am wenigsten an Weiterbildungsmaßnahmen teil. Während die Menschen, grüne Linie mit Fach- oder Hochschulabschluss, die sind am ehesten dabei, wenn es darum geht, sich weiterzubilden. Das hat die unterschiedlichsten Gründe. Im einen Fall muss man natürlich auch ständig neu dazulernen. Also wie ich einen Biertisch abräume, das muss man nicht immer wieder neu lernen. Aber wenn ich jetzt IT-Techniker bin, dann muss ich vielleicht auch immer wieder was neu dazulernen. Also insofern in dem Sinne ganz, ganz offensichtlich. Gleichzeitig wollen wir die weniger gut Qualifizierten vielleicht auch dazu kriegen, besser qualifiziert zu werden, auch um bessere Jobchancen zu haben. Und hier haben wir das Problem, dass das oft Menschen sind, die vielleicht eben noch nicht mal einen Schulabschluss haben, geschweige denn einen Berufsabschluss. Und die man besonders schwer zum Lernen bekommt, auch weil sie womöglich eben sehr negative Erfahrungen gemacht haben. Das hat ja einen Grund, wenn Menschen nicht die Schule abschließen. Und das ist ein Grund, der nicht nur bei den Menschen zu suchen ist, sondern vielleicht auch bei unserem Schulsystem. Wenn man so viele entlässt ohne Schulabschluss, dann hat irgendwo auch die Schule versagt. Aber an der Stelle hilft es ja nichts, darüber zu lamentieren. Man muss sich überlegen, was man machen kann. Und was man machen kann, ist aufsuchende Beratung. Das heißt, man muss auf diese Menschen wirklich zugehen, man muss ihnen klar machen, sie unterstützen dabei, in solche Weiterbildungsmaßnahmen reinzugehen, eben vielleicht sogar ihren Schulabschluss nachzuholen. Eine andere Beobachtung, die wir gemacht haben, ist, wenn man sich anschaut, welche Unternehmen wiederum bieten so etwas an, dass ihre Beschäftigten weiterqualifiziert werden, dann sieht man das vor allen Dingen bei den großen Unternehmen. Die kleinen Unternehmen, das sieht man eben, die Unternehmen mit nur 1 bis 9 Beschäftigten, bieten sowas sehr viel weniger an. Jetzt kann man wieder sagen, kein Wunder, die haben es auch besonders schwer, das zu organisieren, haben vielleicht auch nicht die Verdienstmöglichkeiten, um das dann auch sich leisten zu können. Aber an der Stelle wiederum wäre es sehr hilfreich, wenn man das koordinieren würde, wenn es auch Verbünde gäbe, über die man das dann für alle organisiert. Und dann wiederum auch den Unternehmen klarzumachen, was sie dadurch gewinnen können. Ein dritter Aspekt, den habe ich jetzt hier nicht abgebildet, aber über den haben wir auch viel gesprochen. Wie schaffen wir es, die Beschäftigten, die jetzt gerade im Strukturwandel, Sie hatten es angesprochen, Verbrennermotor, vielleicht wird nicht mehr so viel produziert, da brauchen wir nicht mehr so viele Leute. Wie schaffen wir es, diese Menschen dann in andere Beschäftigungen zu bringen, wo sie dringend gebraucht werden? Sie hatten diese Expertenkommission für die Transformation der Automobilwirtschaft angesprochen. Da war genau das Thema. Die Verbrennermotoren laufen irgendwann aus, weniger Leute werden gebraucht. Die Batteriehersteller bräuchten aktuell dringend Leute. Wie finde ich das, wie bringe ich die einen in die anderen rein? Und da gibt es schon Modelle, sogenannte Drehscheibenmodelle, wo man dann in einer Region schaut, welche Unternehmen werden in Zukunft freisetzen, welche Unternehmen brauchen was, wie bringen wir die zusammen und wie schaffen wir es, diese Weiterbildung, diese Requalifizierung, Umschulung so zu gestalten, dass man die Menschen, ohne dass sie lange arbeitslos sind, wirklich direkt in die neuen Beschäftigungen überführt. Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Denn
ja, uns fehlen die Leute, aber sie werden in manchen Bereichen freigesetzt in Zukunft und dann sollten wir sie dringend in den anderen Bereichen unterbringen. Ja, das andere Thema war Erwerbsmigration und das bringt natürlich genau das zum Ausdruck, dass wir natürlich vor allem deswegen Fachkräfte und überhaupt Kräfteprobleme haben, weil wir ein demografisches Problem haben. Wir wissen alle, für unsere Generation, meine Generation nenne ich jetzt mal, hat zu wenig Kinder gekriegt. Wir sind einfach weniger, also wir werden in Zukunft noch viel weniger sein. Und das ist bei der Rente ein großes Problem. Umlagefinanzierung funktioniert nicht mehr, wenn immer weniger Beschäftigte immer mehr Rentner finanzieren müssen. Aber das sei jetzt gar nicht das Thema. Jetzt sei das Thema, wo haben wir dann die Beschäftigten, die wir in Zukunft brauchen? Und wenn man sich mal anschaut, was die demografische Entwicklung mit unserem Erwerbspersonenpotenzial macht, dann sieht man, wir bräuchten pro Jahr eine Nettozuwanderung von 400.000 Menschen, um unser Erwerbspersonenpotenzial konstant zu halten. Das ist die hellgrüne Linie links. Also wir sehen das Erwerbspersonenpotenzial und die hellgrüne Linie, das ist die Simulation, wenn wir pro Jahr 400.000 Menschen Nettozuwanderung in Deutschland haben. Bei weniger, und das war die letzten Jahre eigentlich normalerweise der Fall, bei weniger werden wir immer weniger Erwerbspersonen haben. Aber um 400.000 netto pro Jahr mehr zu haben, brauchen wir 1,5 Millionen, die pro Jahr in unser Land einwandern. Denn es wandern auch immer wieder welche aus. Also im Schnitt, die letzten Jahre war es so, 10% der hier lebenden ausländischen Menschen verlassen das Land wieder aus den unterschiedlichsten Gründen. Das heißt, also wir brauchen 1,5%, die kommen, damit 400.000 im Jahr netto mehr da sind. Und das ist nicht ganz einfach. Das können Sie sich, glaube ich, gut vorstellen. Selbst wenn man das so gestaltet, dass es die Leute sind, die wir wirklich gerne hier haben wollen, die wir dann auch gut integrieren können in unserem Erwerbsleben. Aber was kann man da an Maßnahmen sich vorstellen und was erschwert die Situation momentan? Momentan ist das Problem, wenn ich Erwerbspersonen habe, hierher holen möchte, dass innerhalb der EU das natürlich kein Problem ist. Wir haben hier Freizügigkeit, alle aus der EU können zu uns kommen, bei uns arbeiten und das hat uns lange gerettet. In der Finanzkrise waren es Leute aus Südeuropa, Spanien, Italien, wo die Jobchancen zu der Zeit sehr schlecht waren. In der Phase der Erweiterung der EU, der Osterweiterung, ganz viele aus Polen, Rumänien, Bulgarien, die dann gekommen sind. Das wird in Zukunft unser Problem nicht lösen, das muss man sich klar machen, denn die haben ja das gleiche demografische Problem. Also dann würden wir jetzt mal für Beschäftigte hier sorgen, ja, und unsere Rente hier sichern, aber dann hätten die ein Riesenthema. Das können wir nicht als wirkliche Lösung sehen. Das heißt, wir müssen, wenn, dann auf Drittstaaten setzen, das heißt Staaten außerhalb der EU. Und hier ist ein großes Thema immer, wie können wir sicherstellen, dass sie die entsprechende Berufsqualifikation haben. Bisher wird das sehr streng geprüft, sehr aufwendig geprüft, sehr langsam geprüft. Und das macht es unglaublich mühsam, die Menschen hier wirklich herzuholen. Das kann sich ein großes Unternehmen leisten. Die Zahl geistert immer durch den Raum, wird mir anekdotisch erzählt. Ich habe sie mir noch nicht bestätigen lassen, dass Siemens eben jemanden für 10.000 Euro beschäftigt, dass der mit auf die Ämter läuft, damit das alles funktioniert. An der Uni machen wir es selbst, wenn wir Doktoranden oder Postdocs holen aus Indien, aus Pakistan, aus China und helfen denen, damit die dann beim Ausländeramt zurechtkommen. Ja, das ist bei anderen, denken Sie an kleine Betriebe, natürlich viel schwerer. Also und dann noch diese Berufsqualifikation überprüfen zu lassen, super schwierig. Was wäre eine Möglichkeit, das massiv zu vereinfachen? Das ist der erste Schritt. Eine andere Möglichkeit ist überhaupt darauf ganz zu verzichten. Und wo wird bisher darauf verzichtet? Das wird bei der sogenannten Westbalkan-Regel gemacht. Die Westbalkan-Regel hat man damals eingeführt, um den Menschen aus dem Westbalkan eine Chance zu geben, ähnlich wie andere, ich hatte gesagt, Bulgarien, Rumänien oder so, zu uns zu kommen, bei uns zu arbeiten. Und man hat das kontingentiert und befristet. Und man hat gesagt, okay, solange du einen Arbeitsplatzzusage hast, kannst du zu uns kommen. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Wir haben eine Expertise dafür in Auftrag gegeben und das recherchieren lassen. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Die Leute sind mit Arbeitsplatzzusage gekommen, haben sich sehr gut integriert. Und das sieht man,
Also erstens hat man gesehen, das waren jetzt nicht nur die Hochqualifizierten, klar, aber es waren auch nicht nur die Niedrigqualifizierten. An der Stelle war keine Voraussetzung, dass man hochqualifiziert sein musste, aber es kamen eben auch solche. Und die sind nicht mehr arbeitslos geworden oder mehr Sozialhilfeempfänger oder sonst was. Das sieht man an der rechten Grafik. Da sieht man oben die Westbalkanregel und zwar dann die unterschiedlichen Engpassberufe, Hochqualifizierte und so weiter. Und unten Vergleichsgruppen. Und diese, man muss jetzt nicht genau verstehen, was die einzelnen Punkte bedeuten, aber letztlich bedeuten, die sind die Leistungsbezieher im Sinne von, beziehen die jetzt Bürgergeld oder beziehen die Arbeitslosengeld? Und das ist bei denen aus dem Westbalkan auf keinen Fall schlechter als bei allen anderen. Und von daher denken wir, das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, das auszuweiten auf ausgesuchte Länder. Also Partnerschaften mit ein, zwei, drei anderen Ländern zu entwickeln und zu sagen, im dortigen Land wird eine Behörde aufgebaut, die wirklich sich als Einwanderbehörde versteht und nicht als Migrationsverhindererbehörde. Und dafür sorgt, dass dort im Land alles überprüft wird und dann die mit entsprechendem Visum hierher kommen können. Unsere Hoffnung ist, dass das auf nicht ganz taube Ohren fällt. Wir sind zuversichtlich. Gut, lassen Sie mich als nächstes über die Handelsabhängigkeiten und geopolitischen Spannungen sprechen. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet. China ist jetzt das große Thema, das sehen wir gleich links. Wir sind in bestimmten Bereichen sehr von anderen Ländern abhängig. Und das sieht man eben ganz gut in dieser linken Grafik. Was sieht man hier? Hier sieht man verschiedene sogenannte kritische Rohstoffe. Und jetzt muss ich gestehen, habe ich versäumt, noch mehr nachzugucken, welche das jetzt sind. Vielleicht ist der eine oder andere Chemiker im Raum, der das jetzt nochmal aufschlüsseln könnte. Aber jedenfalls sind das alles Rohstoffe, die wir brauchen, beispielsweise für die Batterien, beispielsweise für Windkraft, also für die Halbleiterproduktion, für all solche Dinge. Und wir sehen jeweils an den Balken, wer ist denn jeweils der größte Produzent von der globalen Produktion. Immer der unterste Balken, das ist der größte Produzent. Und dann sehen Sie, bei der Hälfte dieser Balken ist der größte Balken, der unterste Balken, dunkelblau, und das ist China. Das heißt, wir beziehen zu einem sehr großen Umfang unsere Rohstoffe, unsere kritischen Rohstoffe aus China und sind da sehr abhängig. Das in Zukunft zu vermeiden, ist die aktuell wirklich große Diskussion. In besagter Expertenkommission Transformation der Automobilwirtschaft beschäftigt uns das sehr. Was braucht diese Branche, aber die anderen Branchen natürlich auch? Wo kriegen wir es momentan her? Wie kann man das in Zukunft reduzieren, diese Abhängigkeit? Und natürlich ist an der Stelle gefragt, hilft da Lagerhaltung, hilft es, die Beschaffung zu diversifizieren? Wollen wir selbst wieder solche Dinge abbauen? Sie haben vielleicht vom Lithium im Oberrheingraben gehört. Wir haben jetzt gerade Funde in Schweden entdeckt. Das muss alles natürlich ausgebaut werden. Aber das ist momentan genau die Diskussion. Können wir das in Zukunft wieder selber bei uns machen? Mehr Bergbau und Dinge bei uns abbauen, die wir wirklich haben. Die EU geht jetzt in diese Richtung, will auch da klare Vorgaben machen. Auf jeden Fall eine spannende Diskussion, eine wichtige Diskussion, wenn wir uns wirklich weniger von einem Land wie China, aber überhaupt von ganz bestimmten Ländern abhängig machen. Wie können wir das durch eigene strategische Partnerschaften mit Ländern, aus denen wir solche Dinge beziehen, gewährleisten? Natürlich sind da vor allen Dingen die Unternehmen gefragt, das ist die rechte Folie, aber der Staat wird an der Stelle koordinierend unterstützen müssen. Das versteht sich auch von selbst. Die andere große Frage ist, wie autonom wollen wir überhaupt sein? Und da muss man sagen, Deutschland ist natürlich bisher besonders stark international integriert. Die linke Grafik sagt, wie groß ist denn so unsere Außenhandelsquote? Und es ist klar, kleine Länder, die sind international typischerweise sehr stark integriert. Da sehen Sie die obere Grafik, das ist da ist dann was verrutscht, das sieht komisch aus. Das ist die Niederlande, also das sollte Niederlande sein. Haben wir normalerweise besonders stark viel Außenhandel, während große Länder wie USA, das ist das, was wir unten sehen, die rote Linie da, die sind sich selber genug, die sind selber so groß, die müssen nicht so viel mit dem Auslandhandel treiben.
Wir sind für ein recht großes Land wiederum recht international integriert. Wir sind die dunkelblaue Linie. Also wir sind stärker integriert, obwohl wir größer sind als Frankreich international und deswegen auch besonders abhängig davon, was auf dem Weltmarkt passiert. Und an der Stelle ist es natürlich für die Zukunft wichtig, dafür zu sorgen, dass es weiter funktioniert mit diesem Handel, insbesondere durch internationale Handelsabkommen. Gerade jetzt vor diesen geopolitischen Veränderungen wäre es sehr sinnvoll, die Handelsabkommen mit USA, mit Kanada voranzutreiben. Alles, was man vor einigen Jahren schon versucht hat und dann gestoppt hat, jetzt wäre an der Zeit, sich damit wieder intensiv zu beschäftigen. Nicht, weil wir denken, dass wir dadurch autark werden können, aber wir wollen autonomer werden. Und genau vor diesem Hintergrund sind die ganzen Diskussionen zu verstehen. Wollen wir selbst Halbleiter produzieren? Wollen wir selbst Batterien produzieren? Wie reagieren wir auf den Vorstoß der Vereinigten Staaten, die das jetzt im Land sehr stark fördern wollen? Wie reagieren wir darauf? Was wollen wir selber fördern? Wir können das in der Diskussion gleich vertiefen. Ja, und jetzt zum Abschluss noch die Frage, kommt eine Finanzkrise? Das ist, wie gesagt, das, was uns letzte Woche dann sehr beschäftigt hat. Müssen wir damit rechnen, dass jetzt hier wirklich etwas passiert und dann die nächste Krise schon gleich vorgezeichnet ist? Unsere Aussage dazu am Mittwoch war, wir sehen die Finanzmarktstabilität aktuell nicht gefährdet. Und zwar aus dem einfachen Grund, Probleme sind ganz andere als bei der letzten Finanzkrise. Bei der letzten Finanzkrise hatten wir das große Problem, dass die Banken Kredite vergeben hatten, die letztlich wertlos waren. Also Immobilienkredite an Menschen, von denen klar war, die würden sie nie zurückzahlen können. Und man hat sie ihnen trotzdem gegeben, geschickt verpackt, anderen Banken weitergegeben, die das nicht gesehen haben. Und am Ende kam der große Knall. Das ist jetzt nicht so. Wir haben nicht so, dass die Banken diese wertlosen Kredite haben. Das ist ja immer das, was die Regulierung inzwischen auch sicherstellen soll. Aber Regulierung reagiert natürlich immer auf die Probleme der letzten Krise. Und das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut im Griff, gerade in Europa. Jetzt haben wir das Thema, die stark steigenden Zinsen haben dazu geführt, dass die Anleihen, die die Banken in ihrem Portfolio halten, auf einmal weniger wert gewesen sind. Nicht vom Nennwert her, wenn man die so lange hält, bis die Anleihe fällig ist, dann kriegt man sein Geld wieder. Aber die Verzinsung ist natürlich jetzt, weil sie eben festgelegt ist, typischerweise sehr niedrig. Die Zinsen anderswo sind aber gestiegen und das treibt den Wert dieser Anleihen nach unten. Das ist genau das, was der Silicon Valley Bank zum Verhängnis geworden ist, die eben den Hauptteil ihres Geschäfts mit kleinen Startups gemacht hat und ganz stark ihr Geld in diesen Anleihen angelegt hatten, die dann im Buchwert immer noch ihren alten Wert hatten, aber vom Marktwert her eigentlich sehr viel weniger wert gewesen wären. Zweites Problem in dieser Bank ist gewesen, normalerweise sind die Einlagen bis 250.000 gesichert. Viele dieser Startups hatten Geld bekommen von Investoren und das dort angelegt, was sehr viel mehr war als 250.000, das war alles nicht gesichert. 93% der Einlagen waren nicht abgesichert durch diesen normalen Versicherungsfonds. Und das hat in dem Moment, wo das erste Zeichen war, da könnte vielleicht was nicht funktionieren, zu Panik geführt. Denken Sie an Peter Thiel, sagt Ihnen vielleicht was, wichtiger Investor. Er hat ein paar Leuten gesagt, Leute, das ist vielleicht heikel, ich würde es an eurer Stelle abziehen. Sehr vernetzt im Silicon Valley und die haben reagiert und haben sehr stark abgezogen. Ein Viertel der Einlagen sind innerhalb von Stunden abgezogen worden. Und das verkraftet keine Bank. An der Stelle musste dann die Silicon Valley Bank die Anleihen liquidieren, die sie in ihrem Buch gehalten haben und dann aber natürlich zum aktuellen Nennwert. Das war dann sehr wenig und das hat nicht gereicht. Und deswegen wurden die sofort übernommen von der Krediteinlagensicherung, damit wir keinen größeren Zusammenbruch haben, der sich dann weiter auswirkt. Also Silicon Valley Bank ist darüber gestolpert, aber das ist nicht etwas, was jetzt generell das System gefährdet. Credit Suisse ist gerettet worden, jetzt Credit Suisse ein ganz anderes Thema, hatten viele Jahre schon Schwierigkeiten, den Abschluss testiert zu bekommen, mussten das etwas verschieben, das hat Unruhe gegeben. Dann hat der Hauptinvestor noch gesagt, naja, ich werde mein Kapital nicht erhöhen. Kann er auch gar nicht aus regulatorischen Gründen, aber das hat der Markt wieder sehr negativ aufgenommen. Und in dieser Gemengelage auf einmal Unsicherheit, was passiert da,
da war das einfach ein kleines bisschen zu viel. Und dann war die Credit Suisse, die eigentlich vorher alles hat bedienen können, auf einmal doch so gefährdet, dass ganz schnell über Nacht mehr oder weniger in Zürich ein Deal gestrickt wurde, dass die UBS sie übernommen hat. Unsere Einschätzung an der Stelle ist ganz unterschiedliche Probleme. Auf jeden Fall nicht das Problem, wie wir sie bei der Finanzkrise hatten. Was man insbesondere daran sieht, dass der Interbankenmarkt immer noch funktioniert. Die Banken trauen sich noch wechselseitig, leihen sich noch wechselseitig. Die Kreditversorgung ist aktuell noch gesichert. In der Finanzkrise ganz anders. Auf die Weise kam ja die Finanzkrise in die Realwirtschaft, weil auf einmal keine Kredite mehr vergeben wurden. Das ist aktuell nicht das Problem. Von daher sind wir verhalten zuversichtlich, dass das alles gut gehen wird. In diesem Sinne würde ich damit beschließen und freue mich auf die Diskussion. Vielleicht zum Abschluss hier ganz kurz, Sie sehen links die 5 im Sachverständigenrat und rechts unten das Team, das uns dabei unterstützt. Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist ein großes Privileg, Frau Spitzer, dass wir die ganze Runde hier 2 Tage, nachdem Sie den Bericht vorgelegt haben, eine so detaillierte Analyse bekommen. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir hier schon mehr wissen als die Bundestagsmitglieder. Das ist richtig. Und vielleicht auch ein Großteil der Ministerinnen und Minister. Auch das dürfte stimmen, ja. Also vielleicht können einige direkt mal nach Berlin fahren und dort den Bundeskanzler beraten. Wir wissen ja mehr jetzt. Also vielen herzlichen Dank, wunderbar, war sehr beeindruckend. Es gibt bestimmt eine Menge Fragen, bitteschön. Gibt es eigentlich noch ein Mikrofon im Raum? Ah ja, da. Da drüben? Ja, bitte, Barbara. Vielen Dank. Ich habe ganz viele Fragen, ich stelle jetzt mal eine erstmal. Zum Thema der Erwerbspersonen, die wir in der Zukunft benötigen, weil wir halt zu wenig Kinder bekommen haben. Ich sehe den Bedarf in vielen Bereichen, gerade in den Billiglohnbereichen, in der ganzen Care-Pflege-Dimension. Wir haben aber doch auch Planungen, dass wir sagen, durch die neue Digitalisierung, durch die effizienteren Produktionsmodelle werden wir weniger Bedarf haben an Mitarbeitern und an Personal. Das habe ich jetzt in Ihren Zahlen nicht gesehen, sondern ich habe einen gleichbleibenden Bedarf gesehen und ich setze jetzt mal voraus, dass unser Wachstum nicht wieder so ansteigen wird, wie es mal war, weil wir es uns ja auch klimatechnisch und umwelttechnisch gar nicht mehr leisten können, in diese Wachstumsdimensionen hineinzugehen. Wie sehen Sie das? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also was tatsächlich der erste Schritt sein wird, man kriegt keine Beschäftigten. Dann habe ich einen ganz anderen Ausblick hier, genau. Also wir werden sehen, das wird Ihnen auch so hier gehen, Sie kriegen die Leute nicht mehr und dann werden Sie höhere Löhne zahlen müssen. Und dann werden Sie sich fragen, und wo spare ich jetzt ein? Und dann werden Sie mehr digitalisieren. Und dann werden sie mehr automatisieren. Das wird der Prozess sein, der, so wie es funktionieren wird. Die Löhne steigen und deswegen, wenn die Löhne steigen, versucht man zu substituieren und dann digitalisiert man und automatisiert man mehr. Und das werden wir auch in Bereichen erleben, wie in der Pflege. Also erstens mal kann man da die Verwaltung massiv verbessern. Digitalisierung, das gilt für die gesamte Verwaltung. Deswegen setzen wir uns auch so dafür ein, dass auch die staatliche Administration einfach sehr viel stärker digitalisiert wird, weil man da wirklich Kräfte einsparen kann. Aber Sie können es natürlich auch machen in der Pflege, indem Sie die kleinen Roboter rumlaufen lassen, die schmutzigen Tassen einsammeln. Japan, ein Land, was eigentlich immer ein Problem hat, Leute ins Land zu lassen, die gehen eben nicht den Weg mit Erwerbsmigration, ihr Problem zu lösen, was ja noch viel größer ist bei denen. Bei denen geht das noch sehr viel mehr Pflegeroboter. Das geht ja hin bis zu Emotionalität zu geben, was sich bewegt, im Arm zu halten, was halt ein Maschinchen ist. Das mag manchem hier noch sehr befremdlich erscheinen, aber wir werden diesen Weg gehen, wo man einfach sich sehr viel mehr helfen lässt. In Hotels übrigens sehe ich das jetzt schon öfter, dass so eine kleine Maschine rumläuft, die
man befüllt und dann läuft die selber in die Küche und dann wird es halt da wieder ausgeladen. Vielen Dank. Die nächste Frage. Ja, bitteschön. Da ein Herr und da ein Herr. Und ganz links eine Dame. Ich habe jetzt nicht geguckt, wer als Erster. Nehmen wir mal die Dame einfach. Ja. Das ist der Trend der Zeit. Vielen Dank für den Vortrag. Mich interessiert das gleiche Thema, aber ein anderer Fokus, nämlich wir werden ja nicht alle Menschen ersetzen können und vielleicht auch nicht wollen, zum Beispiel gerade in der Pflege. Wie schätzen Sie es ein? Wir haben jetzt gerade Schlagzeilen, dass Kinderbetreuungsplätze fehlen, dass Fachkräfte in Kindergärten, in Kindertagesstätten und natürlich auch, dass wir fehlen und dass wir einen massiven Lehrermangel haben. Sie sind vorher auf diejenigen, die ohne Schulabschluss rausgehen, die in diesem Land geboren werden und eigentlich die Möglichkeiten alle theoretisch zumindest hätten. Wie schätzen Sie das ein? Kann es uns gelingen, die Kinder sozusagen aufzufangen und in die Bildung zu bringen und in diese Berufe zu bringen, die vielleicht auch in die niedrig ausgebildeten Berufe und wie? Ja, also tatsächlich wäre meine Antwort hier, wir müssen drei Dinge machen. Bildung, Bildung, Bildung. Das sind die drei Hauptziele, die wir haben. Wir müssen in diese Bildung investieren. Das Interessante ist, wenn man sich anschaut, wie wird es denn abgerechnet, dann gilt bei uns in der Volkswirtschaft und Gesamtrechnung Bildung als Konsum, nicht als Investition. Dabei ist das die wesentliche Investition, die wir leisten müssen. Wir müssen in unsere Köpfe investieren. Und wenn junge Menschen, wie gesagt, ohne Schulabschluss abgehen, dann hat da irgendwas versagt. Das geht damit los, dass sie vielleicht die Sprache nicht so gut gelernt haben, wie sie es sollten. Wir waren selbst mit unseren Kindern, Sie haben ja vorher gesagt, wir waren immer wieder in den Vereinigten Staaten, wir haben unsere Kinder in die Schule geschickt und natürlich haben die da die Sprache gelernt. Jetzt haben sie natürlich von zu Hause was viel mitgekriegt, aber sie haben auch in der Schule selbst die Unterstützung gehabt, extra Unterstützung für alle Kinder, die Non-Native Speakers waren und sie haben das da gelernt. Das ist bei uns lange nicht so ausgeprägt und dann funktioniert es halt auch nicht, wenn man die Sprache schon mal gar nicht richtig lernt. Wir haben nach wie vor unser Halbtagsschulkonzept, was wunderbar ist für alle, die zu Hause dann am Nachmittag zum Reiten, zum Ballett, tanzen, zum Flötenspielen geschickt werden, aber schlecht für die Kinder, die diese Unterstützung nicht haben. Wir versagen wirklich genau den Kindern die Unterstützung zu geben, die wir brauchen. Das haben wir im vorletzten Gutachten auch gezeigt. Gerade in der Pandemie hat man diese Kinder noch viel mehr verloren, weil die zu Hause nicht die Unterstützung hatten, auch nicht die Hilfsmittel, nicht die Computer oder so, um zurechtzukommen. Also hier massiv zu investieren, dann aber auch in die richtigen Themen zu investieren. Ich war gestern bei einer Veranstaltung, es ging wieder um IT-Fachkräfte. Ja, wo kriege ich die denn her? Ich kann die ja nicht alle nur aus Indien holen, ne? Sondern ich sollte eigentlich die auch hier ausbilden. Dafür brauchen wir schon im Kindergarten und in der Grundschule ein Heranführen an diese Themen. Ich kann wieder nur auf die Vereinigten Staaten verweisen, wo das ganz gang und gäbe ist. Aber hier tun wir uns schwer, zum Teil auch, weil die Eltern es nicht wollen. Weil die sagen, erstmal Goethe und Schiller lesen, bevor die da sich mit so einem Dattelzeug da die Zeit vertun. Und merken gar nicht, dass die Schüler es im Grunde besser können als die Lehrer. Aber das ist natürlich nicht das, was wir wirklich wollen. Wir wollen ja, dass die diese Ausbildung bekommen und das wirklich als wichtiges Thema gesehen wird. Also hier, finde ich, versagen wir. Das muss ich jetzt an der Stelle mal so krass sagen. Ja, das stimmt. Das waren zwei Herren, die sich gemeldet hatten. Das war einer, ja, und Sie. Ja. Erst der Linke und dann der Rechte. Da ist links. Ja, danke schön. Ich habe verstanden, dass die Prognose der Inflationsrate für 2024 etwa bei 3% liegt. Und ich bin da sehr skeptisch, weil ich die Vermutung habe, dass sich die Lebensmittelpreise nicht senken werden und auch die Baupreise nicht senken werden und demzufolge auch die Mietpreise nicht senken werden. Also alleine aufgrund der Knappheit auf dem Wohnungsmarkt glaube ich, dass die Mietpreise weiter steigen werden, vielleicht nicht mehr in so hohen Raten, nicht mehr in den Raten von 5% pro Jahr,
Aber ich sehe nicht, dass in diesem Bereich die Preise runterkommen. Ich habe jetzt von Ihnen gehört, dass die Immobilien, dass die Energiepreise wieder zurückkommen werden. Das ist klar, weil es immer mehr Anbieter gibt für die Energie. Also mir fehlt noch ein bisschen für Ihre Einschätzung die Begründung. Wieso kommen wir so schnell zu 3% Inflationsrate zurück? Herzlichen Dank. Naja, so schnell ist es nicht. Das ist ja erstmal in einem Jahr und wir haben jetzt schon seit einem halben Jahr die Steigerung der Zinsen. Also tatsächlich ist so normalerweise eine Verzögerung von einem Jahr drin, bevor die Zinserhöhung sich so richtig auswirkt. Und wir sehen es jetzt langsam, wir sehen es in der Baubranche. Also für dieses Jahr erwarten wir einen Rückgang der Bauinvestitionen um 3,7%, glaube ich. Da sehen wir schon die Stornierungen. Wir sehen, dass die Baukredite zurückgehen, weil für die Menschen bei aktuellen Hauspreisen das nicht mehr darzustellen ist. Wenn die Zinsbelastung sich verdreifacht, dann kann ich mir diesen Kredit nicht mehr leisten. Und das heißt, die Preise werden runterkommen müssen, auf unterschiedliche Weise. Übrigens in München, wenn ich recht informiert bin, steigen sie jedenfalls nicht mehr. Und wenn wir Inflation haben, sinken sie real, die Hauspreise. Also insofern, aber das ist jetzt immer eigentlich noch ein Bereich, wo wir besonders viel Nachfrage haben. In anderen Bereichen wird das schneller nach unten gehen oder jedenfalls mit Inflation dann nominal nicht mehr so nach oben gehen. Trotzdem ist das ein sehr guter Punkt. Wenn wir das lösen wollen, das Problem, dann müssen wir Angebot schaffen. Und da kann man zum Beispiel, das haben wir übrigens mit dem Kanzler am Mittwoch diskutiert, da kann man natürlich an der Regulierung etwas ändern. Beispielsweise, dass man für eine Wohnung einen Stellplatz braucht. Geben Sie das auf, dann können Sie Wohnungen, Häuser aufstocken und mehr Wohnungen schaffen, ohne die Stellplätze. In den Innenstädten sollte das funktionieren. Dann dürfen Sie natürlich nicht ein strenges Baurecht haben, was sagt, gefällt uns aber nicht. Ne? Also an der Stelle ist wieder das Problem, was haben wir für ein Baurecht? Wie gehen wir mit dem Denkmalschutz um? Wie gehen wir mit der Traufhöhe? Was ist es, die Traufhöhe Marienkirche, ne, die das Ganze begrenzt? Vielleicht muss man an der einen oder anderen Stelle da auch mal drüber nachdenken, dass wir uns da selber ein Bein stellen, wenn wir an solchen Regularien festhalten. Vielen Dank. Grüß Gott. Mich würde mal interessieren, was hat der Klimawandel auf unsere Volkswirtschaft für eine Auswirkung? Also auf der einen Seite müssen wir ja in neue Technologien investieren, kostet Geld. Auf der anderen Seite kommen irgendwann die Entwicklungsländer und ja, wollen Geld von uns für den Schäden, die wir praktisch angerichtet haben. Gibt sich das jetzt irgendwie die Waage, die Ausgaben für die Entwicklungsländer und was wir vielleicht Wertschöpfung haben für was wir neue Technologien erarbeiten müssen und dann verkaufen können? Das ist ein guter Punkt. Also der Kanzler würde es momentan so darstellen, dass wir ein Wirtschaftswunder kriegen werden, weil wir das alles in diese Technologien investieren. Ich hoffe, er hat recht. Aber was man ganz sicher sagen kann, ist, dass in dem Maße, in dem wir das jetzt ausbauen, die Kosten auch deutlich sich senken werden. Also erneuerbare Energien haben in den letzten Jahren eine Kostensenkung von 90% erlebt. Das heißt, also heute kann man mit Windkraft und Solarenergie 90% günstiger Energie erzeugen, als man das früher konnte. Das heißt, die Preise gehen nach, also die Kosten gehen nach unten, je mehr man davon macht, weil man eben lernt. Man lernt dazu, die Technologien werden besser. Und das gibt so eine gewisse Hoffnung, dass wir in Zukunft dann auch relativ günstig Energie produzieren können. Aber vielleicht vor allem in den Ländern, die besonders viel Wind oder besonders viel Sonne haben. Und dann ist immer noch die große Herausforderung, das zu speichern und dann zu uns zu bringen. Das ist momentan das, was noch nicht so gut gelöst ist. Aber an der Stelle würde ich denken, mit der entsprechenden Anschubfinanzierung werden wir da schon vorankommen. Und das ist auch ein Wirtschaftsfaktor, der für uns funktionieren kann, wenn wir das auch wirklich vorantreiben. Die Entwicklungsländer, da haben Sie einen wunden Punkt angesprochen. Und zwar, weil die vor zwei Problemen stehen. Die haben nicht nur das Problem, dass sie auch dekarbonisieren müssen, um irgendwann ihre CO2-Emissionen runterzutreiben. Ich finde, in den Entwicklungsländern oder Schwellenländern, wie man heute vielleicht sagt, haben wir das viel größere Problem, dass sie weiter an Bevölkerung wachsen. Und was dieses Bevölkerungswachstum dann an Ressourcenverbrauch und CO2-Emissionen bedeutet, das halte ich noch für das viel größere Problem. Also wenn ich bin gerade jetzt heute wieder danach gefragt worden oder gestern, wenn ich was sagen müsste, was gilt für die Entwicklungsländer, dann vor allen Dingen
das Bevölkerungswachstum in den Griff zu kriegen. Denn das ist der allererste Schritt, um überhaupt in die Richtung Klimaneutralität zu geraten. Vielen Dank. Der Herr neben Ihnen, da gehen wir einfach weiter. Ja, wenn ich. Ich habe eine Anmerkung, und zwar, wenn ich sehr klassisch die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen höre, zum Beispiel jetzt gerade die Zinspolitik und damit an die Inflationspolitik, erinnert mich das natürlich sehr, sehr stark an die Vergangenheit, auch das Studium. Ich habe in den 70er Jahren in Mannheim studiert. Und dann hat man natürlich, egal ob es Friedman, Keynes und wie sie alle hießen, antizyklische Fiskalpolitik, antizyklische Zinspolitik. Aber die Frage für mich ist, genügt diese Werkzeugkasten, den wir haben, überhaupt noch heute? Funktioniert überhaupt eine Zinspolitik, wie wir sie gerade betreiben? Weil wir haben immer natürlich in der antizyklischen Fiskal- oder Konjunkturpolitik vorausgesetzt, dass wir danach erstmal antizyklisch sind, dass wir bremsen, aber danach ein entsprechendes Wachstum haben, um im Rahmen des Defizitspending, also immer Defizite gemacht haben, die wieder entsprechend zu verdienen, danach wieder zu erwirtschaften mit entsprechendem Wachstum. Dazu gehört Bereitschaft zum Wachstum, dazu gehört Bereitschaft, sich zu engagieren, dazu gehört auch eine nächste Generation, die anpackt und sagt, wir machen aus dem Antizyklischen jetzt den Zyklus wieder, dass wir vorankommen. Und da habe ich einfach meine Sorge, inwieweit sie auch, ich sage mal, sozioökonomisch überlegen, inwieweit sind Werkzeuge, die wir in der Vergangenheit hatten, überhaupt noch in dem Paradigmenwechsel, wie ich ihn empfinde, überhaupt noch wirksam? Das ist natürlich eine sehr tiefe Frage. Lassen Sie mich erstmal zu den Zinsen sagen. Eine Variante, die man ja jetzt versucht hat in dieser Krise, um die Last nicht nur auf die Zinserhöhung zu setzen, war ja, dass man versucht hat, andere Preissteigerungen in den Griff zu kriegen. Und dazu haben die Energie- und Strompreisbremsen ja beigetragen, indem man versucht hat, die Preise hier runterzuholen, sodass die Inflation nicht so stark belastend wirkt. Auf die Weise wieder verhindert, dass man so starke Lohnforderungen stellt, die dann wieder die Inflation vorantreiben. Also das war so auch der ganze Grund, warum man diese konzertierte Aktion hatte und das auch unterstützt hat mit Einmalzahlungen, die Unternehmen geben, die steuerfrei sind, all das war der Punkt. Sie haben natürlich ganz recht, am Ende muss dann irgendwo auch wieder Wachstum her und das hatten wir nach der Finanzkrise sehr gut geschafft. Da haben wir ja dann in den letzten 10 Jahren wirklich sehr gutes Wachstum, also für unsere Verhältnisse gutes Wachstum gehabt. Wir werden in Zukunft schon allein deswegen nominal nicht so viel Wachstum haben, weil wir immer weniger Leute sind. Also wenn weniger Leute sind und wir weniger Beschäftigung haben und weniger produzieren, deswegen, dann wird natürlich das nominale Wachstum nicht mehr so groß sein. Das Pro-Kopf-Wachstum kann deswegen dann immer noch vorhanden sein. Brauchen wir dafür jetzt neue Paradigma, brauchen wir neue Wirtschaftsmodelle, die brauchen wir sicher, aber das würde mich an der Stelle dazu verleiten, zu sagen, wir sollten eben dafür sorgen, dass wir auch neue Geschäftsmodelle haben und nicht immer nur auf die alten setzen, also nicht alles tun, um die, ich sage es jetzt in aller Deutlichkeit, die Automobilindustrie, so wie sie jetzt besteht, auch zu erhalten, sondern dafür sorgen, dass sie in Zukunft ihr Geld nicht mehr mit dem Verbrennermotor und ihren Spaltmaßen und ihren Ledersitzen verdienen, Ledersitze gerne, aber nicht mehr nur mit dem Verbrennermotor, sondern mit der Software, die in den Unternehmen drinsteckt und die bisher nicht gut genug funktioniert. Hat einen Grund, warum man zurzeit der Absatz in China ein Problem ist, weil die Spracherkennung der chinesischen Sprache in den deutschen Autos zurzeit nicht gut genug funktioniert. Also hier muss man dafür sorgen, dass die Geschäftsmodelle funktionieren und neu aufgestellt werden. Wir müssen dafür sorgen, dass wir mit Daten in Zukunft Geld verdienen. Das ist die Zukunft. Und nicht einfach nur mit dem, was wir bisher gemacht haben. Das alles ist gut, wenn es weiter gibt und wenn wir da auf unsere Tugenden setzen, auf das, was wir bisher gut könnten. Ingenieurkunst nach wie vor gefragt, aber Ingenieurkunst veredelt mit der Digitalisierung dazu. Industrie 4.0, das sind so die großen Stichworte. Und jetzt sprechen Sie noch die Jugend an. Das bin ich kürzlich auch gefragt worden, ob denn die Jugend überhaupt noch arbeiten will, ne? Und wie man die dazu kriegen kann. Jetzt muss ich sagen, das ist doch ein Privileg der Jugend, dass die jetzt ihre kleine Zahl nutzen können, um zu sagen, wir wollen die Arbeitswelt anders gestalten. Wir wollen es anders haben. Das heißt nicht, dass sie weniger arbeiten, aber sie wollen vielleicht anders arbeiten.
Wir hatten dieses Jahr bei der Nobelpreisträgertagung in Lindau einen tollen Vortrag von einem Nobelpreisträger, der genau das untersucht hat. Was wollen die Menschen in ihrer Arbeit? Sie wollen anerkannt werden, sie wollen mit Respekt behandelt werden, sie wollen Arbeitsbedingungen haben, sodass sie gerne zur Arbeit gehen. Sie wollen sich identifizieren mit dem Unternehmen, mit ihrer Arbeit. Dann kommen die auch gerne zur Arbeit. Und wenn junge Menschen das jetzt einfordern und sagen, ich will vielleicht auch flexibler arbeiten, auch mal auf 80% gehen, weil wir uns beide um die Kinder kümmern wollen, beide wollen wir auf 80% gehen. Oder ich will nachmittags nach Hause das Kind abholen und dann am Abend mich wieder hinsetzen, ich will halt auch mal im Homeoffice arbeiten. Dann muss ich sagen, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Da kann man das noch unterstützen und dann hilft ihnen jetzt der demografische Wandel, das durchzusetzen und die Unternehmen werden sehen, sie haben am Ende sehr viel begeisterterer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich hoffe, das machen Sie eh schon lange. Natürlich. Sie haben vorhin erwähnt, dass die Zahl der Erwerbstätigen immer weniger wird und dass es natürlich einen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum hat. Gleichzeitig wird sowohl relativ als auch absolut die Zahl der Menschen, die vom Staat leben, immer höher. Also die Staatsquote, kann man sich jetzt drum streiten, was gehört da alles dazu, aber ist manchmal 70%. Also 70% der Menschen in Deutschland beziehen ihr Geld direkt oder indirekt vom Staat. Ist das nicht eine Riesengefahr? Ist das nicht eine Riesengefahr? Also die Frage ist, was die jetzt dann konkret machen und wenn die zum Beispiel in der Lehre oder in der Pflege beschäftigt sind, dann würden wir sagen, ja klar, brauchen wir die ja auch, weil immer mehr Menschen alt sind und nicht zu Hause gepflegt werden können und dann halt auch diese Unterstützung brauchen. An der Stelle ist das eben der Wachstumsmarkt. Aber Sie haben natürlich völlig recht, wir müssen auch irgendwas haben, womit wir das erwirtschaften, sodass wir das dann finanzieren können. Und da ist, glaube ich, das Entscheidende gar nicht so sehr, wie viele Leute produzieren etwas, sondern wie wertvoll ist das, was sie produzieren. Denken Sie an die Landwirtschaft. Da haben wir vor 100 Jahren noch, ich weiß nicht, 60% der Bevölkerung in diesem Bereich gehabt. Und wir sind alle heute nicht unterernährt, obwohl nur noch 2% der Menschen in diesem Bereich arbeiten. Also man muss einfach dann sehr effizient sein in den Bereichen, wo noch was produziert wird. Und es wird ja auch immer mehr dann tatsächlich an Dienstleistungen erbracht. Die sollten nicht nur vom Staat kommen, Sie haben völlig recht. Da muss aber deswegen auch entsprechend die Verwaltung beispielsweise effizienter werden. Wenn wir in Krisen wie Flüchtlingskrise sehen, dass das einfach alles nicht funktioniert, dass wir, wenn wir es in der Corona-Pandemie sehen, dass wir mit dem Fax aus den Gesundheitsämtern die Meldungen schicken müssen, dann muss man sagen, ja, das kann es nicht sein. Da gibt es erhebliches Effizienzpotenzial. Und das müssen wir heben. Dankeschön, der junge Herr da. Ja, Frau Schnitzer, vielen Dank. Sagen Sie, wenn Entwicklungsländer jetzt auch noch den Anreiz setzen sollen, ihre Geburtenrate oder ihr Bevölkerungswachstum zu senken, laufen wir dann nicht ganz global in das Problem eines demografischen Wandels und verhindern damit auch zum Beispiel die Migration von Fachkräften in die westliche Welt? Vielen Dank. Ja, das ist eine gute Frage, aber wir reden bei diesen Ländern noch nicht davon, dass sie wie in Deutschland in den 60er Jahren nur noch 1,5 Kinder pro Familie, also pro Frau bekommen haben, sondern wir reden hier über Familien, die 10 bis 15 Kinder kriegen. Und so viel braucht es nicht, um die Bevölkerung konstant zu halten. Also Bevölkerung konstant zu halten, das wäre ja schon mal ein Punkt. Aber schauen Sie Indien an, die Bevölkerungsexplosion, die wir da haben. Schauen Sie Ägypten an, was für eine Bevölkerungsexplosion. Das ist einfach nicht verkraftbar. Ja, vielen Dank, Frau Professor, für den guten Vortrag. Sie haben uns Einblick gegeben in eine Menge Themenkreise, die uns jeden Tag auch beschäftigen, weil wir uns ja über diesen Staat eine Menge Gedanken auch machen. Ich habe zwei Themen vermisst, die ich eigentlich bei Ihnen auf der Agenda auch ziemlich weit oben sehe. Einmal ist es die Frage der Staatsquote. Herr Kohler hat das vorhin angesprochen. Wir sind bei über 50% der Anteil des Staates am Bruttosozialprodukt. Und das ist weltweit sehr hoch. Und ich weiß nicht, ob wir es uns weiterhin leisten können, dass der Staat, der ja eigentlich eine dienende Funktion hat, hier so eine aktive Funktion übernimmt.
Und das zweite ist das Thema Schulden. Ich habe auf einem Ihrer Chart gelesen, dass die Schulden reduziert werden sollen, aber Sie sind in Ihrem Vortrag leider nicht darauf eingegangen. Mhm. Wie stehen Sie dazu? Ja, sehr gern. Also zur Staatsquote habe ich eben, glaube ich, schon ein bisschen was gesagt. Das würde ich jetzt darauf verweisen. Schuldenstandsquote, tatsächlich guter Punkt, gut aufgepasst. Ich habe leider nicht alles im Detail vorstellen können. Wir haben uns angeschaut, wie sieht die Schuldenstandsquote aus. Wir sinken jetzt auf 67%, nächstes Jahr auf 65% ungefähr. Größenordnungsmäßig. Also wir sind jetzt inzwischen unter 70% wieder. Und das, obwohl wir diese große Sondervermögen aufgenommen haben. Aber der Witz ist natürlich, dass wir das dann wirksam, schuldenwirksam, diese Sondervermögen, wenn sie verausgabt waren. Und das sind sie bisher nicht. Sie haben alle immer die Schlagzeilen gehört. Bundeswehr, da ist doch kein Cent von abgeflossen, von diesen 100 Milliarden. Das Gleiche gilt hier für die 200 Milliarden Doppelwumms. Ist auch noch nicht, also für den Dezember ist was abgeflossen, aber noch nicht für dieses Jahr. Das heißt, das ist alles noch nicht schuldenwirksam. Und dementsprechend beschönigen die Zahlen momentan etwas, wie die Lage wirklich ist. Wie gehen wir mit diesen Schulden um? Eine extrem gute, wichtige Frage. Nach der Finanzkrise haben wir es ja sehr gut geschafft, sehr stark die Schulden wieder zu reduzieren, sodass wir am Ende wieder bei 60% waren. Da wollen wir letztlich auch hin. Wir dürfen es aber nicht forcieren auf Kosten der Investitionen. Jetzt muss ich nochmal die Bildung ansprechen und ich muss nochmal die Investitionen ansprechen, die wir brauchen, damit diese Transformation gelingt. Denn ohne das werden wir nicht dieses Wachstum kriegen hinterher. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir konsumtive Ausgaben reduzieren und die Investitionen forcieren. Und jetzt können wir uns darüber streiten, welche konsumtiven Ausgaben man reduzieren würde. Ich könnte jetzt einige sehr provozierende Sachen sagen, aber ich glaube, dann sprenge ich die Veranstaltung. Wir reden am Abendessen gerne weiter. Ich habe ein paar Ideen. Ich habe sie auch zum Teil schon geäußert. Aber das ist der Witz. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Investitionen hochhalten, die Unterstützung, die wir auch brauchen, damit die Privaten investieren können, die Infrastruktur, die wir dafür brauchen. Die Bahn muss funktionieren. Dann kann sie auch mal streiken. Aber wenn der Rest des Jahres das immer laufen würde, hätte ich ja kein Problem, wenn sie mal einen Tag lang streiken. Das ist das, wo wir rein investieren müssen. Das ist tatsächlich genau der Punkt, da müssen wir sehr viel effizienter werden. Vielen Dank, ja. Die Dame. Aber dafür müssen wir auch investieren. Ne? Die Dame in Grün, ja. Ist jetzt dran. Ich frage mich, was bedeutet die aktuellen Analysen, die Sie dargestellt haben, für Chancen und Risiken für die Gleichheit und Ungleichheit der Lebensverhältnisse in Deutschland? Beruflich sehe ich einfach, dass das schon sehr unterschiedlich ist in Deutschland und immer schlechter auch geworden ist für manche Regionen, gerade durch die Pandemie. Wenn wir zum Beispiel in eine Region wie das Erzgebirge schauen, dann hat man da auch versucht, mit Migration eine Aufwertung der Region zu erreichen. Die Leute ziehen weg, da sind keine Jobs, die Gehälter sind niedrig, da will niemand bleiben. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass in den Städten eine Ballung ist von gut ausgebildeten Menschen. Da sind die Unternehmen, die niemanden finden. Da sind die Löhne gut, da sind aber auch die Lebenshaltungskosten so hoch, dass auch ganz viele Menschen, die nach Deutschland migrieren könnten, sagen, das lohnt sich nicht, ich gehe woanders hin. Also gerade die regionale Ungleichheit ist ein ganz zentrales Thema. Zum Beispiel jetzt, wenn es um die Automobilbranche geht, weil die natürlich regional sehr konzentriert ist. Und die große Frage wird sein, was passiert, wenn da Arbeitsplätze wegfallen? Kriegt man in der Region dann auch wieder andere Arbeitsplätze? Und dann sehen wir Regionen, die momentan alles Mögliche versuchen, damit in ihrer Region was passiert. Denken Sie an einige ostdeutsche Regionen, wo jetzt Batterien gebaut werden, wo ein Automobilwerk eines amerikanischen Produzenten gebaut worden ist und wo es dann gleich wieder Ärger gibt, ja, ist das dann okay, dass da jetzt auf einmal investiert wird? Was passiert dann mit den anderen? Also da muss man wirklich auch drauf setzen, dass man die Kostenvorteile einer solchen Region dann nutzt. Das hat ja schon einen Grund, warum man genau da sein Werk hingesetzt hat. Und da wird übrigens auch die Verteilung der Energie eine wichtige Rolle spielen. Zurzeit wird die erneuerbare Energie ganz viel im Norden produziert. Denken Sie an die Offshore-Windparks. Die kommen momentan noch nicht gut hier nach unten, weil wir das Leitungsnetz noch nicht ausgebaut haben, könnte aber da oben wunderbar genutzt werden und wäre eigentlich ein sehr guter Grund, sich da oben anzusiedeln. Momentan macht sich das noch nicht im Preis bemerkbar. Das wird nämlich da oben genauso teuer verkauft wie hier unten.
Wenn man das ausgleichen würde und sagen würde, naja, da oben ist es wirklich sehr günstig, manchmal müssen sie die Windräder abstellen, weil sie es nicht loswerden, lassen wir die doch laufen, stellen da die Elektrolyseure hin, produzieren wir da den Wasserstoff, den wir brauchen und die Unternehmen gleich daneben, die das brauchen, dann könnten wir einige Regionen sehr befördern. Ich habe eine etwas ketzerische Frage, nämlich, für wie beratbar halten Sie die Bundesregierung? Wenn ich mir jetzt mal ein sehr wohlwollendes Bild der fachlichen Kompetenz zur Rezeption dieses Berichtes mache, dann habe ich da gewisse Zweifel, welchen Boden diese Bemerkungen oder dieser Bericht fällt. Und ich beziehe mich jetzt mal auf Christiane Wopen, die Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, Professorin, langjährige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, heute Vorsitzende des Europäischen Ethikrates, die sich auf der Philkolon im letzten Jahr sehr darüber beklagt hat, deswegen verrate ich hier kein Geheimnis, dass viele gute Ratschläge in den so Beratenden auf keine Reaktion stoßen, keine Resonanz. Und das, finde ich, ist ein Demokratieproblem, was wir haben in Deutschland. Dass nämlich die Bevölkerung überhaupt nicht mehr versteht, was in der Politik eigentlich bis zu Ende gedacht wird. Es wird nicht vermittelt und es sind so viele Fragen da, die Solidarisierung mit unserem demokratischen System, die Distanz des Bürgers zu dem Politikgeschehen immer größer werden lässt. Wenn ich mir jetzt das Bildungsthema, was ja ein wirklich zentrales, existenzielles Problem für unsere Gesellschaft ist, anschaue, seit 30 Jahren wissen wir, und es ist demografisch sehr gut einschätzbar, dass der Bildungsbereich ein völlig unterbelichteter ist. Und Frau Stark-Watzinger es in Berlin nicht hinbekommt, was glaube ich nicht an ihr alleine liegt, dass die Länder sich einfach einer solchen Frage verweigern. Und wenn man mal unterstellt, dass ein qualifizierter ausländischer Syrer in Deutschland ungefähr 3 bis 5 Jahre braucht, um auf das Anspruchsniveau der hiesigen wirtschaftlichen Produktion zu kommen, sprachlich, fachlich, dann ist das eine völlige Illusion, dass man glaubt, dieses Problem, Sie haben von 400.000 Notwendigen gesprochen, wie soll das eigentlich gehen? Ich frage mich wirklich, was ist eigentlich in diesem Lande los? Und ein bisschen ein Hintergrund dieses Corbinian-Kollegs ist ja eigentlich die Frage, wie wollen wir leben? Und wenn ich mir das so anschaue, ist das sehr ungemütlich. Es war ein ganzer Katalog von Fragen. Ja, ich glaube, ich würde nicht hier stehen, wenn ich nicht grundsätzlich doch einen gewissen Optimismus immer hätte. So à la Kölsche, hätte noch mehr Jodjanger. Man muss die Sachen sehr ernst nehmen und sich darum kümmern, dass sie gut gehen. Das ist unsere Verantwortung als Land, als uns, wir als Berater und Beraterinnen. Also man muss dafür sorgen, aber am Ende müssen dazu auch alle beitragen. Jetzt, inwiefern können wir als Beraterin, als Berater beitragen, stößt das auf taube Ohren? Die Erfahrung mache ich nicht, dass es auf taube Ohren stößt, aber man muss an der Stelle 2 Dinge unterscheiden. Das eine ist, was passiert auf der Fachebene? Also natürlich präsentieren wir es dem Kanzler und reden mit dem, machen eine Pressekonferenz und jetzt gibt es ein Bild und so. Ganz viel passiert auf der Fachebene. Das heißt, wir reden direkt mit den Menschen in den Ministerien. Die haben uns auch angerufen in den Krisen. Jetzt werden die Unternehmenshilfen besprochen, jetzt wird dies und jenes. Was könnten wir denn tun? Also die waren ja selber auf der Suche. Das sind ja ganz neue Themen gewesen, wo man ganz schnell zu Ideen kommen musste. Und da sind wir viel im Austausch gewesen. Und tatsächlich einiges von dem, was wir gesagt haben, sehe ich in den aktuellen Entwürfen auch. Migration, ich glaube, das eine oder andere ist da durchaus sehr, sehr aufmerksam gelesen worden. Eine andere Sache ist das, wie es dann auf der obersten Ebene ist. Und da muss man sagen, es ist ja gerade Ausdruck von Demokratie, dass die nicht alles einfach so übernehmen, weil wir ja berichten, was ist aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, effizient. Und die müssen es politisch bewerten. Und da wird es dann manchmal so sein, dass wir sagen, das wäre das bessere Instrument. Und dann sagen die, aber das kommt nicht an, das kriegen wir nicht durch. Da bringen wir bestimmte Bevölkerungsgruppen gegen uns auf. Die müssen sich hinterher zur Wahl stellen. Wir müssen das nicht.
Mein Job ist nicht gefährdet, wenn ich Sachen sage, die unpopulär sind. Ein Politiker, eine Politikerin muss wiedergewählt werden. Und an der Stelle ist es ja gerade ein Ausdruck von Demokratie, dass sie auf diese Bevölkerungswünsche auch eingehen. Ob sie das bei der Bildung tun, da würde ich auch sagen, nein. Und da ist die interessante Frage, warum ist das der Fall? Ich glaube, tatsächlich ist eines der Probleme, dass die Eltern selbst das nicht unbedingt wollen. Ich habe vorhin über die Digitalisierung gesprochen. Das scheitert bisher ganz stark am Elternwiderstand, weil die sagen, das sind nicht die Sachen, die ich gerne unterrichtet haben möchte. Am Elternwiderstand ist es gescheitert, dass in der Pandemie zum Beispiel Microsoft Teams verwendet wurde, um die Kinder zu Hause zu erreichen. Dann hieß es, oh, Datenschutz, das geht ja gar nicht, da wird ja irgendwas über uns ausspioniert. Also an solchen Dingen scheitert jetzt manchmal, und da sind die Eltern schon auch selbst schuld zum Teil. An den Eltern liegt es aber auch insofern, jeder erlebt, solange er Kinder in der Schule hat, dass er total unzufrieden ist. Und am Ende sagt man sich, boah, Gott sei Dank, jetzt habe ich sie alle durch. Und dann fängt man mit anderen Themen an, dann beschäftigt man sich mit anderen Themen. Aber man bleibt nicht sein ganzes Leben lang dran und sagt, die Schulen müssen sich verbessern. Dann fängt man wieder an, wenn die Enkelkinder kommen, und sagt man wieder, meine Güte, ne, da muss man dringend was tun. Aber es ist genau dieses Gefühl, wer setzt sich denn dauerhaft für dieses Thema ein? Und das ist tatsächlich nicht einfach. Es ist kein Gewinnerthema offensichtlich. Es ist ein Gewinnerthema, dann von G8 wieder auf G9 zu gehen. Da gibt es den Widerstand und dann ist es so groß und dann ändert man das wieder. Aber dass man deswegen dann wirklich die Schulen verbessert und mehr Personal und bessere Kantinen, überhaupt Kantinen, gute Schulspeisung, all sowas, schwierig. Sie haben auf die viel niedrigeren Energiepreise in den USA hingewiesen, etwa ein Fünftel von uns, und auf die Inflation Reduction Act. Sind das nicht geballte Risiken gegen die Wirtschaft, gegen unsere Wirtschaft und deren Wachstum? Sehr wichtige Frage. In der Tat, das hat ja jetzt wirklich einige sehr beunruhigt, werden jetzt alle Unternehmen abwandern. Jetzt muss man sagen, unsere Unternehmen profitieren zum Teil davon, weil sie ja auch selbst dann dort, wenn sie produzieren, dann in den Genuss dieser Unterstützung kommen. Und erstmal muss man sagen, ist es ja gut, dass die USA da an der Stelle endlich mal voranmacht. Denn bisher stand bei denen dieser Klimawandel nicht so ganz im Fokus. Also insofern erstmal eine gute Idee. Wir müssen aber trotzdem reagieren, und die Frage ist, wie genau wir reagieren. Das kann jetzt nicht darauf rauslaufen, dass wir dann Subventionswettbewerb machen. Das wäre jetzt, glaube ich, keine gute Idee. Was wir aber schon machen können, ist uns zu überlegen, wie wir jetzt genau fördern. Und ein wichtiger Unterschied in den USA ist, dass die sehr stark jetzt die Produktion unterstützen und dass man auf die Weise dann genau diese Effekte hat, dass man seine Produktionsfähigkeit verbessert, dass man schneller wird, dass man effizienter wird. Das wird denen sehr helfen. Das machen wir bisher weniger. Wir investieren viel in Forschung und Entwicklung, also wenn der Staat fordert, viel in Forschung und Entwicklung. Das hat eine sehr viel längere Anlaufphase, bis sich das auszahlt. Und an der Stelle könnte man sich überlegen, ob man jetzt für eine gewisse Zeit doch auch hier vorantreibt, dass man diese Skalierung erleichtert. Das ist etwas, worüber wir gerade nachdenken, ob man das pushen sollte. Wir haben uns aber im Rat noch nicht darüber verständigt, ob wir das genauso vorantreiben wollen. Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Spitzer. Das war ein wunderbarer Vortrag und eine sehr schöne Diskussion. Ganz herzlichen Dank auch von mir. Vielen Dank für den Vortrag und vielen Dank, dass Sie hier noch Rede und Antwort gestanden sind. Ganz toll, das war für mich genauso schön wie Ihr toller Vortrag. Herzlichen Dank. Und das nächste Mal bitte nehmen Sie Ihre drei Töchter mit. Sehr gut. Ja, liebe Damen und Herren, Freunde der Philosophie, das war's. Das war's für heute und das war's auch für dieses Semester. Das war der letzte Vortrag dieses Semesters. Natürlich machen wir wieder weiter, oder Willi? Ja klar, sagt er, sehr gut. Es wird im Oktober vermutlich wieder weitergehen. Willi und ich haben schon 2, 3 übergeordnete Themen für das nächste Jahr. Aber da, glaube ich, brauchen wir nur 1, 2 Flaschen Rotwein, um das auszukarteln, oder? In etwa. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen und ein schönes Wochenende Ihnen allen.